Neben all den politischen Inhalten, mit denen wir uns medial beschäftigen, beschäftigen wir uns auch mit grenzwissenschaftlichen oder spirituellen Themen. Hin und wieder kommt daher der Vorwurf von einigen Kommentatoren: Liebe Leute von Nu, wieso lasst doch einfach mal diesen ganzen ESO-Quatsch weg, da wäret ihr seriöser. Darüber will ich heute sprechen bei Barcode. Wir haben uns eingeladen, Christine und Martin Strübin. Robert Stein ist auch wieder mit dabei. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr da seid. Gleich mal vorweg die provokante Frage: Seid ihr Esoteriker? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, wenn man uns jetzt praktisch reduzieren würde auf Esoteriker, dann ja, also das stimmt für mich überhaupt nicht. In erster Linie sind wir Menschen. Und es hat für mich eigentlich mit Esoterik überhaupt nichts zu tun, also mit dem herkömmlichen Eso-Schmonz, sage ich manchmal. Für mich ist das wichtig, dass alles, was wir machen, dass das bodenständig ist. Und wenn ich viele Esoteriker anschaue, dann muss ich sagen, die haben überhaupt nicht grounded, die haben überhaupt nicht auf der Erde, die fliegen irgendwo umeinander. Und deshalb finde ich das eher, also wenn ich als Esoteriker bezeichnet werde, so ein Schimpfwort. Also würdest du den Schuh nicht anziehen? Nein. Auf gar keinen Fall. Ich würde es eher spirituell nennen. Also okay. Einfach Menschen, jeder Mensch ist spirituell und diese Spiritualität einfach mehr auch leben und im Alltag ganz normal bodenständig umsetzen. Und eben keine Show draus zu machen oder das als etwas Besonderes zu betiteln, sondern einfach, okay, spirituell ist ein Teil von mir, genauso wie ich auch mental bin oder emotional bin und physisch bin. Mhm. Und das lebe ich halt auch als Teil meines Alltages. Könnt ihr verstehen, dass man den Begriff Esoteriker eher ein bisschen negativ bewertet? Weil wenn man sich jetzt mal die Münchner Esoterik-Tage anschaut, wenn man da in Löwenbräukeller geht, ich war da einmal vor ein paar Jahren, ich bin nach kurzer Zeit geflohen wieder, wirklich. Da waren 140 Stände und also, um Gottes Willen, also was man sich alles noch ausdenken kann, um irgendwie da ein Geschäft zu machen, da war ich echt baff. Oder wenn man sich den Esoterik-Kanal anschaut, was da für Moderatoren drin sitzen und was die für Produkte anpreisen, da denke ich mir oft irgendwo, naja, ist ja kein Wunder, dass das dann alles über einen Kamm geschoren wird und alles, was in Richtung Spiritualität geht, dann eben so betrachtet wird. Also wie sind da eure Erfahrungen mit auf so Messen oder so? Findet man viele Leute, die da wirklich den Knall nicht gehört haben? Wir haben keine Erfahrung auf dem Messen, weil wir gehen da gar nicht hin. Macht ihr gar nicht, gell? Also ich habe keine Lust, nicht auf einen Jahrmarkt zu gehen. Und ich meine, ich mache die Arbeit jetzt seit 30 Jahren. Und das kann man alles aufdecken, kann man viele Sachen aufdecken, aber man sagt, also das braucht man ja wirklich nicht. Und das sind für mich einfach Dinge, da don't waste my time. Da setze ich mich lieber im Blaubeerwald und lese ein gutes Buch. Also manchmal kommt es mir so vor, wie wenn die Besucher so ihren gesunden Menschenverstand an der Garderobe abgeben, dann da reingehen und ja. Also da gab es auch mal vom Fernsehsender so extra einen Jux, um die Esoterik ein bisschen lächerlich zu machen. Die haben einen Staubsauger genommen und haben die Leute am Stand abgesaugt, sie würden jetzt die Aura reinigen. Und dann haben sie die Leute dann nachher auch interviewt. Ja, und wie geht's dir jetzt? Ja, viel besser. Und die haben einen ganz normalen Staubsauger genommen und sind einfach mit dem Staubsauger über den Körper gefahren. Und das ist halt so ein bisschen eindrücklich. Also für uns ist einfach wichtig, der gesunde Menschenverstand sollte immer mit reinspielen und sollte halt einfach dabei sein und das wirklich auch prüfen. Also nicht einfach alles ungeprüft zu übernehmen. Und ich meine, es gibt ja wirklich ganz extreme Auswüchse in der Esoterik-Szene. Und ja. Was heißt Esoterik eigentlich genau? Ja, also und wo ist da jetzt konkret die Grenze zur Grenzwissenschaft und auf der anderen Seite zur Theologie? Und nehmen wir noch die Spiritualität mit rein. Wo unterscheidet sich Esoterik von diesen Sachen? Also ursprünglich heißt das Esoterik die Lehre des Innern, des Verborgenen. Und Exoterik wäre die Lehre des Äußeren, der sichtbaren Welt. Und in dem Kontext ist Theologie auch Esoterik. Also jede Religion ist Esoterik, weil sie nicht bewiesen werden kann. Und die Grenzwissenschaft versucht halt da wirklich auch wissenschaftlich anerkannte Belege zu finden, Beweise, es nachzuforschen, mit einem neutralen Bewusstsein zu sagen, okay, die behaupten das und das. Wir gehen jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite her und versuchen da einfach wirklich nachvollziehbare Belege zu finden. Und Spiritualität ist einfach ein Anteil unseres Wesens, was halt die Welt übersteigt. Also spirituell hat natürlich auch, ist auch eine esoterische Seite.
Und es ist auch eine religiöse Seite, je nachdem, wie man halt seine Spiritualität auslebt. Also weil der eine ist vielleicht einfach spirituell, ist ein Biobauer, weil er sagt, ich will keine Chemie verseuchen, ich streichle meine Tiere und mache keine Massentierhaltung, weil es einfach von meinem Herz aus nicht verantwortbar ist. Mein Gewissen sagt mir das, das darf ich nicht. Und versuche einfach wirklich zum Wohle des Ganzen. Also für mich hat Spiritualität immer den Kontext, es geht über den Einzelnen, über den Egoismus hinaus und berücksichtigt immer das Ganze. Welchen Schaden oder welchen Nutzen erzeuge ich im Ganzen? Das ist so meine Definition von den unterschiedlichen Begriffen, die du jetzt gefragt hast. Naja, das größte Problem besteht ja darin, dass viele esoterische Lehren für Wissenschaftler nicht wissenschaftlich greifbar sind, nach wissenschaftlicher Definition, Reproduzierbarkeit und so weiter und so fort. Und natürlich liegt der Schluss nahe, dass eben die Dinge, die nicht reproduzierbar sind, zum Beispiel die Einzigartigkeit der Natur, ja, kein Blatt an irgendeinem Baum gleicht dem anderen, hat da die Wissenschaft eine Grenze erreicht, wo sie sich selbst sozusagen auferlegt, hier dahinter können wir nicht mehr schauen, weil unsere Standards das nicht zulassen. Nehmen wir Beispiel Quantenphysik. Ja, da gelten unsere Naturgesetze, so wie wir sie kennen, für unseren Makrokosmos nicht, offenbar. Aber wir wissen, dass es so ist. Ja, hätte vor 100 Jahren das jemand behauptet, wäre es ein Esoteriker oder ein Quacksalber oder sonst wer gewesen. Ja. Also die Wissenschaft hat sicherlich Grenzen und ich glaube auch, dass diese Grenzen bewusst gehalten werden. Nicht jetzt aufgrund der Qualität, dass die Qualität der Wissenschaft gewährleistet ist, sondern um einfach bestimmte Informationsräume dem Kollektiv nicht wirklich zugänglich zu machen. Also dass hier schon gesteuert wird, das sieht man ja bei vielen Wissenschaftlern, die dann eben Erkenntnisse bringen, die auch nachvollziehbar sind, aber trotzdem von der wissenschaftlichen Gemeinde negiert werden oder die Wissenschaftler angegriffen werden, weil sie eine bestimmte Grenze überschritten haben, die man nicht überschreitet. Also hier gibt es ganz klare für mich Vorgaben, bis hierhin dürft ihr. Das wollen wir, da unterstützen wir natürlich auch finanziell eure Forschung, aber wehe, ihr macht den Schritt ins Esoterische. Aber es sind ja dann meistens profitorientierte Interessen, die... Ja, profitorientiert ist das Ganze. Es fragt sich jetzt, was du als Profit definierst. In der Forschung wird ja nur dann finanziert, wenn da ein Profit daraus entsteht. Ja, es gibt ja nicht nur diese Forschung, es gibt ja auch die okkulte Forschung oder die verborgene Forschung. Da geht es ja um ganz andere Dinge. Also Forschung geht nicht nur um wirtschaftlichen Profit. Wenn man anschaut, die meisten Erfindungen, die wir verwenden, sind aus militärischen Forschungseinrichtungen und da war sicherlich nicht das Geld das Vordergründige, sondern die Macht und die entsprechende Beherrschung also von dem her gesehen spielt es jetzt für mich nicht wirtschaftliche Komponenten, sondern wirklich einfach, wir leben in einer Welt, wo Wissen Macht ist und wenn natürlich das Wissen begrenzt wird und viele sind ja so auch erzogen worden, glaubt der Wissenschaft, weil die Wissens, die sind wirklich sachlich und bodenständig und deshalb darf man die Wissenschaft auch nicht mit Informationen kommen oder Erkenntnissen für die Menschen dann wieder erweitern würde in ihrer Eigenständigkeit und in ihrem Weltbild. Also halt das Weltbild klein, die Wissenschaft muss das kleine Weltbild bestätigen, da darf man nicht drüber rausgehen, wer drüber rausgeht, wird abgeschossen. So erlebe ich die Wissenschaft. Aber es war ja früher auch schon immer so. Ne? Also ja, früher war halt die Kirche der Dominator, der gesagt hat, wo die Grenzen sind. Mhm. Und also es ist halt immer, wenn eine herrschende Macht da ist, die halt ihre Macht darauf basiert, dass die Menschen eben unwissend sind, dann versuchen die natürlich alles zu verhindern, dass die Menschen nicht wissen werden. Und das haben wir ja sogar in der Bibel mit dem Baum der Erkenntnis. Ne? Also Adam und Eva sind aus dem Paradies geflogen, weil sie plötzlich eben das Wissen erlangt hatten um die Schöpfung. Also mir kommt es ein bisschen so vor, wie wenn man das auch so eine Art als Kampfbegriff nimmt, um gewisse Leute halt in eine gewisse Ecke zu stellen. Esoterik in dem Sinn für Leute, die einfach anfangen aufzuwachen, weiterzudenken oder halt auch eine gewisse Art von spirituellen Erwecken haben. Mhm. Dass man die dann alle nimmt und mit anderen Gruppen zusammensteckt, mit Rechtsesoterikern zum Beispiel, ja, weil dann irgendwelche Leute sich mit deutscher Geschichte beschäftigen und die steckt man dann mit in den gleichen Topf hinein und dann kommt noch Querfrontler und Populisten und AfD und sowieso und so hat man dann irgendwie die Möglichkeit geschaffen, alle unliebsamen Geister, die Ketzer von früher waren sie Ketzer und haben gebrannt, dass man die einfach in eine Ecke steckt. Heute brennen es vom Rufmord her. Ja, genau. Also heute wird halt Rufmord betrieben und da will ja auch keiner rein in die Rechtspopulisten oder in die Rechtsesoteriker. Das
ein super Begriff. Wahnsinn. Also das habe ich überhaupt noch nicht gehört. Rechtsesoteriker, ja. Aber das ist Spielerei, Propaganda, Weltpolitik und das greift natürlich auch in die wissenschaftliche Community genauso. Aber mir kommt so vor, wie wenn immer mehr Menschen merken, dass die normalen Erklärungsmodelle einfach nicht funktionieren. Also dass man uns in der Schule halt gewisse Naturgesetze beigebracht hat, in der Physik, Chemie, Mechanik, was halt so alles erklärbar wird. Und wir hatten zwar auch Religionsunterricht, aber das war eher so, naja, so nebenbei, so wie Sport, muss man halt machen so irgendwo. Mhm. Aber geglaubt hat sowieso niemand, so kam es mir irgendwie vor. Und jetzt fängt irgendwie so ein Umdenken an, habe ich das Gefühl. Immer mehr Leute, weißt du, so gestandene Erwachsene mitten im Leben oder so. Und ich hatte mal auf einem Yogakurs einen 65-jährigen Mathelehrer da, der dann plötzlich erkannt hat, so jetzt ist er in Rente gegangen, jetzt muss er plötzlich weiterdenken und fängt an, so ein neues Bewusstsein aufzumachen, hat gemerkt, wie er sein Leben lang eigentlich quasi der Realität hinterhergelaufen ist nur. Ja. Also er muss nicht weiterdenken, sondern jetzt darf er endlich weiterdenken. Ja, vielleicht waren Zwänge weg, ja. Also die Strukturen unserer Gesellschaft sind natürlich auch so angelegt, dass du dich innerhalb dieser Grenzen bewegst. Also es ist ja ganz oft so, dass die meisten Herrschaften, die hier Vorträge halten, oft einen Professoren- oder Doktortitel haben, aber eben im Unruhestand, wie man so schön sagt. Ja, ja. Also sie trauen sich, oder was heißt trauen, ja, es ist nachvollziehbar, dass die das dann eben erst tun, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Du riskierst halt deine Position in der Struktur. Und die Struktur ist halt so und so geartet und hat halt ihre Gesetzmäßigkeiten. Und wenn du die halt verlässt, dann beginnt, also weil solche Strukturen auch ein Eigenbewusstsein haben, also gleich wie eine politische Partei, du gehst da rein mit deinen Idealen, à la Joschka Fischer, und wenn du denn dieser Struktur nicht gerecht wirst, dann schmeißt sie dich entweder raus, oder du gehst freiwillig oder sie räumt dich weg auf andere Art und Weise. Oder du passt dich an. Oder du passt dich an, wie bei Joschka Fischer, der kommt dann oben letztlich so raus, wie die er früher bekämpft hat, als er unten rein ist. Und das ist auch ganz normal. Und darum gilt es ja auch in der heutigen Zeit, neue Strukturen zu bauen, weil die Menschen wachen einfach auf. Das ist jetzt der Zeitgeist. Das erleben wir ständig in unserer Arbeit. Also wirklich, in allen sozialen Bereichen, in allen Berufsgruppen, überall werden die Menschen wach. Und am Anfang ist natürlich das für die auch schockierend so, Mensch, ich kann mich nicht mehr in diesen alten Bahnen bewegen. Also machen für sich so ihre eigene Forschung. Und irgendwann haben sie den Impuls, jetzt muss ich aber damit raus. Jetzt muss es die Allgemeinheit wissen. Und da wird es gefährlich. Also ich merke das auch zum Beispiel jetzt gerade bei der Seminartätigkeit, also bei Kanter Holistic Touch, bei der Heilweise, dass auch immer wieder Ärzte kommen, die sagen, also ich komme mit meinem herkömmlichen nicht weiter, also ich kann eigentlich die Menschen gar nicht helfen und ich möchte denen gerne helfen. Also ich habe als Beispiel, ich hab eine Frauenärztin und die sagt, also sie möchte unbedingt was anderes noch mit praktizieren, aus dem Grund hat sie jetzt die Ausbildung gemacht, weil ihr das einfach nicht reicht. Also die Frauen kommen und dann sind die am Studium, kriegen sie einen Abstrich oder sonst irgendwelche Sachen, aber sie können ihnen nicht wirklich helfen. Und da bietet sie natürlich dann eine CHT an und die hat jetzt die Ausbildung gemacht. Und wer das also sowohl als auch anbieten. Also nicht jetzt, dass sie sagt, so, ich bin jetzt da esoterisch drauf, sondern sie ist sowohl Frauenärztin, wie macht auch die andere Schiene. Und das finde ich gut. Also, dass da einfach immer mehr und mehr sie auftut. Also, gerade bei der Ärzteschaft, weil die sind ja normalerweise arrogant bis zum Abwinken. Also, die hören da ja gar nicht zu, wenn du denen was erzählst. Also, ich habe da auch schon meine Erfahrungen gemacht, also speziell in Krankenhäusern mit Ärzten. Also. Wo ich genau gesagt habe, da und da ist die Diagnose, also so müssen sie es machen. Und sie haben es nicht gemacht und im Nachhinein hat sie ausgestellt, dass ich recht gehabt habe. Okay. Ja. Vielleicht ist in dem Bereich auch der Begriff ganzheitlich einfach besser. Ja. Also um eben nicht jetzt esoterisch, weil das eben das Label schon hat, das Etikett von Lächerlichkeit und Kinderkram und so weiter, sondern einfach ganzheitlich. Und das ist etwas, was uns halt auch fehlt, weil durch die zunehmende Spezialisierung hat jeder so seinen Fokus auf einen Punkt in seinem Bereich, hat aber den Überblick nicht mehr. Und wir brauchen wieder Menschen, die einfach den Überblick haben und jetzt diese Experten zusammenbringen, um dann wirklich ganzheitliche Lösungen zu finden. Und das ist absolut wichtig. Also in der heutigen Zeit, wenn man sieht, wie es ja unserem Planeten geht und wie es auch den Menschen geht, also das ist ja nicht nur der Mensch der böse Täter, sondern er ist auch das arme Opfer in dieser ganzen Struktur, dass da wirklich solche Veränderungen passieren. Und So ein Wechsel findet ja auch statt, gerade in der Physik. Ich habe ein Zitat von Heisenberg mal aufgeschnappt.
Das ist ja einer der Väter der Quantenphysik oder halt einer der Wegbereiter der modernen Physik, wie wir sie kennen. Der hat gesagt, dass der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften, der macht gewiss atheistisch. Mhm. Ja, wenn man das Ganze anschaut, die mechanistische Welt und so weiter. Aber auf dem Grund dieses Bechers, da schlummert Gott. Und das ist so die Erkenntnis aus der Quantenphysik. Und auch irgendwie neulich habe ich es mal aufgeschnappt, dass quasi die Physiker, die glauben schon lange an Gott, aber die Ärzte, die sind noch hinterher. Die glauben immer noch an die Physik. Dass also jetzt bei zum Beispiel, was du gesagt hast mit dieser Ärztin da, die eben mit ihrem Wissen nicht mehr weiterkam, dass die sich öffnet einem größeren Verständnis, einem esoterischen Verständnis. Wenn man jetzt den Begriff Esoterik einfach mal nimmt für das Ganzheitliche, dann ist es nicht negativ betont, sondern offen für etwas Neues. Mhm. Und da finde ich natürlich auch eine große Chance drin. Ja? Absolut. Aber das Problem bei den Ärzten ist jetzt nicht, dass sie eben noch an die Physik glauben, sondern sie glauben an die Chemie. Das ist eine ganze andere Ebene. Ja, sie sind voll in dieser Stofflichkeit, abgesehen davon natürlich von ihren persönlichen Interessen, weil die Pharmazie, sie sind ja mittlerweile Vertreter der Pharmazie, und wenn sie natürlich irgendwelche Apparate kaufen in ihrer Praxis, müssen die sich amortisieren, und ich meine, die stehen natürlich auch unter finanziellem Druck, das ist die Geschichte. Und was passiert mit Ärzten, die wirklich ein Krebsheilmittel haben, die sagen, hey, ich kann dich innerhalb von einer Woche Krebs weg, dann sind sie innerhalb von einer Woche weg. Also da sind natürlich ganz viele Interessengruppen mit beteiligt, und du begibst dich natürlich auch in dieser Ganzheitlichkeit schon auf sehr dünnes Eis. Also gerade je mehr, dass du in dieser Struktur wirklich drin bist, wir haben ja das Glück, wir sind in keiner Struktur drin. Ihr seid unabhängig. Wir sind unabhängig, wir sind natürlich strukturell in der Gesellschaft eingebunden, von wegen Steuern zahlen, Gesetze befolgen und so weiter. Aber auch das kann man sogar, also was jetzt Gesetze betrifft, kann man biegen. Also man kann wirklich dafür sorgen, dass wie die Straßenverkehrsordnung, dass das einfach nicht mehr dich tangiert. Also ich habe selber ein Erlebnis gehabt, wo ich zeitlang als rebellischer Wassermann nicht mehr gehabt habe, warum soll ich mich an irgendwelche Schilder halten, die irgendwo aufgestellt wurden, die irgendjemand, und da müssen sich alle dran halten, weil ich ein guter Autofahrer bin, noch nie einen Unfall hatte. Ich bin im Einklang mit dem Fluss des Verkehrs und überhaupt, also ich fahre wirklich gut und in der Gemeinschaft. Warum soll ich mich dran halten, wenn meine Geschwindigkeit halt nicht hier mit 80 ist, sondern 120? Das ist einfach meine Geschwindigkeit. Und ich wurde laufend geblitzt. Das ging so weit, dass ich wirklich dann meine 13 Punkte hatte und einen so einen Kurs machen musste, aber der Kurs war gut, weil ich dann gesagt habe, hey, was mache ich da eigentlich? Ich erzeuge ja diesen Kampf. Mhm. Und dann habe ich das gelöst und ich wurde nie mehr geblitzt. Beispielsweise wenn, dann gibt es keine Punkte mehr, das ist dann halt... Aber du fährst nicht langsamer deswegen. Ich fahre nicht langsamer deswegen. Im Gegenteil. Nee, nicht im Gegenteil, aber ich fahre nicht langsamer, aber es ist einfach aus meinem Feld weg, dieser Kampf. Ja. Ja, ja. Und das ist halt auch ein wichtiges Thema, immer diesen Kampf. Und auch natürlich, was man gesagt hat, nicht nur Esoterik, sondern eben, wenn du für dein Volk sprichst oder für uns Menschen des Volkes und so weiter, kommst du gleich in ein Töpfchen rein. Wenn dir das völlig wurscht ist und du sagst, hey, ich bin Mensch und sag einfach meine Wahrheit und das, was mir wichtig ist, dann werden natürlich auch diese Angriffe und diese Reibungen abnehmen. Immer weniger werden. Das fängt ja schon an, wenn du immer denkst, oh, mein Chef, ich muss vorsichtig sein, was ich meinem Chef sage, weil sonst kriege ich wieder eins drüber oder ich verliere meinen Job. Dahinter steht Minderwertigkeit und gewisse Ängste, und wenn ich das gelöst habe, dann kann ich mich selber sein und auch meinem Chef in die Augen schauen und ihm wirklich Tacheles reden mit ihm, ohne dass es jetzt negative Folgen hat. Solange ich natürlich nicht jetzt mit einer negativen Energie rausgehe. Also, schon ein komplexes Thema so von wegen. Es sind aber Sachen, die eben persönliche Erfahrungen sind. Das ist jetzt niemandem was du einem vermitteln kannst. Doch. Also ja, man kann jemandem schon sagen, so und so, du wirst die Erfahrung machen. Man kann ihm die Prozesse helfen, dass er die Prozesse durchlebt, dass er eben diese Themen, diese Muster, diese Prägungen, die er einfach im Unterbewusstsein hat, löst und dann die Erfahrung macht, hey, wenn ich mein Inneres verändere, verändert sich mein Außen. Das machen wir ja bei den ganzen Seminaren. Also das ist eigentlich das Ziel vom Seminar, dass du wirklich dein Bewusstsein verändern tust und dass du mehr und mehr dich selber kennenlernen tust. Und eben nicht dieses fremd anerzogene, wo wir überall reingeboren werden. Ja. Ich meine, das fängt ja schon, heutzutage gibt es ja schon Impfungen für Föten, wo die ersten Impfungen schon im Mutterleib verpasst werden, dann die Art und Weise, wie du geboren wirst, dann die ganze Konditionierung, sowohl deine Eltern, dann kommt die Ahnenstruktur natürlich der Familie mit rein und dann kommst du in den Kindergarten und dann kommt die Gesellschaft mit dazu und dann die Lehrer und
weiter. Mhm. Und wenn du dann endlich erwachsen bist und man sagt, jetzt darfst du tun, was du willst, kannst du es nicht mehr, weil du so fremdgesteuert bist und so fremdprogrammiert bist, dass das ursprüngliche Wesen von dir so überlagert wird von all dem, dass du es gar nicht weißt, wer du bist. Du weißt nur, was die anderen wollen, wer du bist. Und vor allen Dingen wird ja kein Mensch, also wenn wird in seiner Kindheit wirklich so bestätigt, dass jetzt heißt, du bist super, du hast super Anlagen oder dass man jetzt schaut, zum Beispiel rein astrologisch, weil ich bin ja mit der Astrologie aufgewachsen, dass man jetzt ein Horoskop von einem Kind nimmt, da kann man ganz genau sagen, was sind jetzt die Anlagen von dem Kind. Also was soll ich fördern und auf was muss ich achten? Das wird alles nicht gemacht. Also man hat so viele Möglichkeiten, dass man bereits in der Kindheit, also ein Kind ganz anders auf die Welt vorbereiten tut. Mhm. Also dass die mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dann da stehen. Und in der Schule machen sie es ja auch nicht. Also das ist eigentlich egal, wo du hingehst. Du wirst also immer, musst in dem Schema drinnen bleiben. Und weh, du bewegst dich ein bisschen nach außen hin, bist sofort der Außenseiter. Und dann fallen alle anderen nämlich über diesen Außenseiter her. Ja. Dann kommt natürlich diese Mob-Mentalität dazu, dass sich sozusagen dann alle anderen auf dich stürzen, obwohl sie eigentlich das Gleiche wollten, aber so konditioniert sind, dass sie die Polizeiaufgabe übernehmen und dafür sorgen, dass du sofort wieder zurück in deinen Käfig gehst. Mhm. Ich würde nochmal das Stichwort Astrologie aufgreifen. Da fallen mir gleich mehrere Fragen dazu ein. Einmal Astrologie an sich. Da gibt es ja auch die verschiedensten Modelle. Und das ist ja so eigentlich so ein klassisches Bilderbuchbeispiel für das, was ein Rationalist über Esoterik denkt. Logisch. Ja, Astrologie. Ich weiß da relativ wenig drüber. Ich finde es sehr spannend, weil viele Leute, die sich damit wirklich auch ernsthaft beschäftigen, da ja auch interessante Vorhersagen machen können oder Prognosen. Das kennt man auch aus früheren Zeiten. Also die Könige hatten immer die besten Astrologen und einige scheinen ganz gut gewesen zu sein, wie Rasputin oder Nostradamus. Mhm. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Astrologie verwendet ja heute so diese Fernsehzeitschriften Astrologie. Das kann man, das weiß jeder, das kann man in die Tonne drücken. Auf welchem System ist das überhaupt ernst zu nehmen? Da gibt es ja die verschiedensten Systeme, ähnlich wie beim Maya-Kalender ja auch verschiedene Interpretationssysteme gibt. Was ist das System, wo man sagen kann, das ist jetzt wirklich nachvollziehbar, das ist auch über längere Zeiträume beobachtbar und synchronisierbar mit den Prognosen? Kann man das so sagen? Also ich finde, dass das Wichtigste ist bei der Astrologie, dass man wirklich den Menschen oder den Umstand erfassen kann. Also Beispiel, wenn ich jetzt ein Geburtshoroskop mache, und du hast jetzt einen Zwilling, ihr habt zum selben Zeitpunkt geboren, alles ist gleich, würde ich jetzt euch mit Sicherheit das Horoskop ein bisschen anders erklären, weil das Bewusstsein anders ist. Also man muss wirklich in der Lage sein, das Bewusstsein von einem Menschen zu erfassen. Erst dann kann man wirklich ein Horoskop richtig interpretieren. Also es ist nicht nur der Ort und die Zeit der Geburt, sondern da spielt mehr mit rein. Genau. Oder? Also das Verständnis. Genau, aber das finde ich ganz wichtig. Aus dem Grund, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich gehe jetzt und druck mal im Internet irgendwie ein Geburtshoroskop, kriegst du dann glaub 20 Seiten oder sonst irgendwas. Und es trifft auf so viele Menschen zu. Es gibt so viele Menschen, die am selben Tag, zur selben Stunde oder genau dasselbe Horoskop haben wie du. Aber das Bewusstsein ist total unterschiedlich. Kompletto. Und man muss es wirklich, wirklich wissen, mit welchem Bewusstsein habe ich es dazu da. Und so erklärt sich das dann auch. Was jetzt zum Beispiel Prognosen und Voraussagen oder sowas anbelangt, bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich finde, also, dass sich jeder Mensch seine Realität selber erschaffen tut. Also wenn jetzt ich mit jemandem ein Horoskop mache, es gibt das Geburtshoroskop und es gibt das Solarhoroskop, das also dann für ein Jahr ist, dann sage ich da und da, das sind Möglichkeiten, die du hast in dem Jahr oder auf das und das solltest du schauen. Aber ich darf das dann nie sagen, also hoch, dann wirst du jetzt einen Job kriegen, dann kriegst du, weil das kann man nicht, weil es spielen so viele Faktoren mit einer. Und das fällt bei mir dann in die Wahrsagerei und das, da möchte ich mich distanzieren davon. Also wenn, dann bin ich da in der Beziehung sehr vorsichtig. Eine andere Frage, die ich dazu noch habe, machen Geburtshoroskope überhaupt Sinn? Weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel per Kaiserschnitt geholt wird, ist ja das gar nicht das vorprogrammierte Datum gewesen, das natürlich gewesen wäre. Macht nicht der Zeugungsakt an sich viel mehr Sinn, weil in dem Moment, ganz esoterisch, ja, sozusagen die Vereinigung und die Energie in dem Moment ja wahrscheinlich viel wesentlicher ist als die Geburt. Die Geburt ist halt eine Erfahrung. Okay, dann bleiben wir jetzt gleich mal beim Esoterischen. Und zwar ist es so, dass jeder Mensch sucht ja seine Eltern selber aus. Jeder Mensch sucht sich selber aus, also wann er geboren wird, okay? Also wenn ihr einen Kaiserschnitt Geburt braucht, dann kriege ich die.
Achso, das ist auch schon, dann kriege ich die, was? Seele will. Das genau. ist in der Inkarnationsplanung ja, natürlich. Schon vorgesehen. Ja, klar. Ja. Klar. So, ja. Weil ich suche mir ja dann schon die Eltern aus, ich suche mir ja die ganzen Umstände aus. Abgesehen davon ist eine Geburt ein sehr prägendes Erlebnis. Mhm. Absolut. Also es ist nicht so. Die Zeugung ist für die meisten gar nicht so ein prägendes Erlebnis, weil du sowieso, ich sage es mal, als Bewusstsein dich bei der Zeugung erst wirklich verankerst, wenn die ersten zwei Zellen sich überlagern. Du bist zwar bei der Zeugung dabei als Bewusstsein, aber das ist ja nicht so prägend, weil ich meine, es sei denn, es war eine Vergewaltigung, dann ist natürlich die Zeugung auch sehr prägend. Oder es war jetzt wirklich ein Liebesakt mit Feuerwerk und allem drum und dran, wirklich ein Willkommensfest und sehr bewusst, dann ist es natürlich auch was Prägendes. Aber bei den meisten ist die Zeugung eigentlich eher so lapidar, da ist die Geburt wesentlich prägender, wesentlich intensiver in der Erlebnisintensität als jetzt die Zeugung. Das ist auch der höchste Adrenalinspiegel, den wir jemals im Leben haben. Ja, das glaube ich. Aber stand in irgendeinem Buch drin, ich wusste nicht. Weil du bist ja also Frauen das ist der größte Kind. Stress, nein, fürs Kind, für den Menschen ist es der größte Stress im Leben, durch diesen engen Geburtskanal gepresst zu werden. Weil du ja, hast aber ich finde, das ist für einen Vater, der wo daneben steht, genauso. Also ich meine, hallo. Ja. Aber es ist ja fast ein Todeserlebnis. Also du kommst ja zuerst in diesen engen Geburtskanal, du musst nochmal loslassen, du wirst auch aus diesem halb physischen Zustand sozusagen, musst du verlassen, weil im Mutterleib sind wir noch nicht wirklich materiell. Da sind wir so halb materiell. Da sind wir wirklich noch in einer Zwischenwelt. Mhm. Und dann wirst du sozusagen rausgeschmissen. Manche rennen raus, weil die sagen, ich will da raus, das reicht mir, weil eben du bist ja eins mit deiner Mutter, du kriegst jeden Gedanken, jedes Gefühl, jeden Hormonspiegel und alles kriegst du mit. Und dann plötzlich bist du in dieser krassen Welt. Also ich habe meine eigene Geburt sehr massiv erlebt, dass dieser Übergang einfach wirklich wie ein Schock war, weil ich kam aus diesem dunklen, sanften, weichen Zustand. Das heißt, du hast das erlebt? Also, hast du dich zurückerinnert? Ja, schon. Als Erwachsener dann irgendwann mal zurückerinnert? Ja, in der Meditation, wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, kam das. Ich bin sozusagen Zeit zurückgereist an den Punkt, weil der Punkt existiert ja noch. Mhm. Und habe das erlebt, wie krass das war, plötzlich in dieses grelle Licht. Es war kalt, es war lärmig, ne, weil vorher war alles gedämpft. Fremde Menschen haben mich genommen, haben mich einfach abgenabelt. Dabei müsste eigentlich die Nabelschnur noch wirklich mehrere Stunden dranbleiben, weil da noch sehr viele... Ja, ja, bis zu zwei Stunden. Ja, weil sehr viel... Eigentlich fällt sie von selber. Es gibt sogar die ganz krassen, die sagen, okay, ich lasse es, bis sie wirklich von selber fällt. Also, und weil da noch sehr viel Übertragung ist von wichtigen Nährstoffen und natürlich auch das Energetische, die Atmung funktioniert noch zum Teil über die Nabelschnur. Und wenn du dann natürlich rauskommst, zack, abnabeln, ne? Atemstillstand, dann musst du mit Gewalt, wirst du beatmet, also Klaps. Kriegst du, damit du schreist und so weiter. Das ist ein Schock. Okay, okay. Und ideal wäre es für mich, also ich habe dann einfach für mich ideal wäre es gewesen, eine Wassergeburt, so sanft, ne, zuerst ins Wasser rein. Am liebsten ins warme Wasser. Ins warme Wasser, am liebsten noch mit Delfinen. Ja, und dann natürlich der Vater. Bei mir war jetzt mein Vater nicht da, weil er im Schullager war. Und natürlich eben dann liebevolle Menschen, die dich gleich dann willkommen heißen. Und du kommst gleich zum wichtigsten Menschen, zu deiner Mutter auf die Brust. Und das war dann alles nicht. Und also für mich war das schon prägend, einfach auch zu erfahren, wie das überhaupt war, wie ich es mir gewünscht hätte aus jetziger Sicht und was mir da gefehlt hat. Und wie mir das aber hat es für Menschen wie mich jetzt, ich kann mich null an meine Geburt erinnern, meine erste Erinnerung ist vier, da war ich vier, davor ist nichts so jetzt. Ist, wenn man das nicht weiß, nicht, ist das trotzdem prägend dann? Ja? Klar, also Zeugung. Im Unterbewusstsein ist es auf jeden Fall da. Ja, okay. Also kannst du davon ausgehen, die Basic-Programmierung unserer Persönlichkeit ist Zeugung, Schwangerschaft, Geburt und die ersten sechs Lebensjahre. Mhm. Das heißt, da wird sozusagen das Grundsystem deines biophysischen Computers oder deiner Persönlichkeit geschrieben. Wobei das erste halbe Jahr dann nochmal extrem prägend ist, glaube ich. Also die ersten sechs Monate, gerade was die Bindung zu den Eltern betrifft, glaube ich, ist da schon enorm wichtig. Ist jetzt enorm die Erfahrung mit deinen Kindern, wo du jetzt gehabt hast, oder ist das jetzt... Ja, auch, aber das kann man jetzt natürlich, das sind zu wenige Fallbeispiele, um da irgendwie eine Aussage zu treffen. Aber es macht mir auch Sinn. Vom Übersicht her sagt man einfach von Zeugung bis zum sechsten Lebensjahr, da wird eigentlich die ganze Grundstruktur, und die ist im Unterbewusstsein da, das Unterbewusstsein vergisst nichts. Mhm. Unser Unterbewusstsein scannt 26 Mal pro Sekunde die ganze Realität, die wir wahrnehmen und auch über die sieben Sinne, nicht nur über die fünf Sinne und gleicht das ständig mit unserer Vergangenheit ab. Was sind die zwei anderen Sinne, die jetzt vorgekommen haben? Ja, sechster und siebter Sinn. Das heißt ganz einfach. Sehr gut. Das eine ist das empathisch-intuitive Wahrnehmende. Wir fühlen die Welt. Wenn wir einem Menschen begegnen, dann fühlen wir, wie
hingeht, die Empathie. Ob er böse ist, ob er gut ist. Ja, nicht nur böse, wie es ihm geht, wirklich. Das ist sehr differenziert. Also wenn man das schult, dann kann man wirklich wahrnehmen, okay, was ist denn passiert? Da kommen auch Bilder mit dazu und so weiter. Das verknüpft sich dann wirklich mit einem ganzheitlichen Weg. Und der siebte Sinn, da geht es dann mehr um die telepathische oder Channeling oder eben dann die Geistreisemöglichkeiten, die Zirbeldrüse, genau. Nochmal einen Schritt zurück, sechster Sinn, der kann einen aber auch gewaltig täuschen, wenn man da zu viele Gedanken reinmischt. Nein, dann täuscht du dich selber durch die Interpretation vielleicht. Ja, das meine ich ja. Weil der Verstand das abgleicht und dann irgendwie argumentiert aus seiner eigenen Wahrnehmung oder Erfahrung und das dann begründet. Aber viele denken dann, das ist jetzt empathisch, ich empfange von dir jetzt hier die und die Schwingungen, ich liege voll daneben, bin aber absolut davon überzeugt. Ja gut, also kenne ich viele Beispiele. Dann hast du nur deine Resonanz wahrgenommen. Das ist natürlich klar, weil alles, was von außen auf uns eintrifft, erzeugt zuerst mal eine Resonanz in uns selber. Und das ist natürlich nur aus unserem eigenen Archiv. Und ist natürlich prädestiniert für Missverständnisse und Konflikte, die gar nicht vorhanden sind, die wir erst erzeugen. Aber wenn du bei dir selber klar bist, dann nimmst du den anderen wahr und bringst dich selber nicht wirklich ins Spiel, sondern nimmst einfach wahr. Und dann täuscht dich ja nicht. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, ich bin ein Bauchmensch. Ich gehe nach der Intuition und so. Der Bauch ist in der Polarität. Der Bauch kann sich genauso irren wie hier oben. Also wir haben hier zwei Gehirnhälften. Wir haben auch hier unten die Polarität. Also immer Herzentscheidungen treffen. Genau. Hier ist die Intuition. Hier ist die wahre Stimme. Und das ist dann aber auch frei von ich oder du, sondern das ist ein Wir-Feld. Und das ist dann ganz anders. Also ganz wissenschaftlicher Fakt, das Magnetfeld vom Herzen ist 200 Mal größer als das vom Gehirn. 5000 Mal. 5000 Mal siehst du jetzt. Also es unterscheidet zwischen dem magnetischen Feld und dem elektrischen Feld, aber trotzdem 5000 Mal stärker. Und da ist der Chef. Hier spielt sozusagen wirklich die göttliche Bewusstheit. Das hat mich auch ziemlich überrascht, wo ich diese Zahl gehört habe. Also welcher der Faktoren, was ist stärker, der elektrische oder der magnetische Anteil? Ich glaube der magnetische. Das Herz ist magnetisch, Gehirn elektromagnetisch. Das sind beide elektromagnetisch, aber wo ist die stärkere Kraft drin? Im Herzen. Und genau. Da denkt eigentlich jeder normalerweise, das Gehirn, weil da offensichtlich die größte Schaltzentrale ist, muss am meisten Elektronenfluss stattfinden, aber es ist das Herz. Ja, und weißt du warum? Weil wir werden ja alle so geschult, dass wir auf unser Gehirn hochen. Du wärst nie geschult in der Schule, hoch auf der Herz. Sondern geht es nur da herum, nur der Intellekt. Oder nimm dein Bauchgehirn wahr. Wir haben auch im Bauch haben wir Gehirnzellen. Genauso aufgebaut wie in unserem Kopf, nur umgekehrt. Da ist die graue Masse innen und die weiße Masse außen und in unserem Kopfgehirn halt umgekehrt. Und es findet auch neurologisch viel mehr... Das Bild muss ich jetzt erst sortieren in meinem Kopf. Der Solarplexus ist ja riesen Nervenfläche, der ganze Darm ist erfüllt von neuronalen Zellen und die Kommunikation zwischen Bauch und Kopf ist vielfach größer wie von oben nach unten. Das heißt, wir denken eigentlich alle mit dem Bauch. Ich hatte nur ein Problem damit, einen ungestörten Magen im Hirn zu haben. Nicht der Magen, es ist der Solarplexus, was ein ganz großes Nervengeflecht ist hier. Und natürlich auch die ganze Darmwände, der ganze Darm. Ja, so heißt einmal, dass der Darm ist emotionale Gedächtnis der Menschen. Genau. Also, dass man, ich kann manche Sachen nicht verdauen. Es gibt ja so alte so Sprichwörter, also die haben schon was. Die kommen nicht von ungefähr, also dass man die dann... Dass man die ja dann immer wieder einmal sagt. Genau, also der Mund, die Wörter, die Sprichwörter, die man verwendet, die haben ja alte Weisheiten oft in sich drin. Ist was über die Leber gelaufen. Genau. Oder sowas. Aber das hat ja nichts mit Esoterik zu tun. Das ist einfach ganzheitliches Wissen. Ich schaue mir einfach die Realität erweitert an. Dafür muss ich kein Esoteriker sein, da muss ich nicht an Engel glauben oder sonst was, sondern einfach zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal dieses Fremdwissen, weil wir existieren ja 90% von dem, was wir zu wissen glauben, wurde uns ja von außen indoktriniert oder einfach herangetragen und wir haben es geschluckt. Sondern einfach mal meine eigene Erfahrung, meine eigene Wahrnehmung. Was fühle ich denn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit meinem Magen verbinde, wenn ich mich in meinen Wagen einfühle, der mir jetzt gerade wehtut? Oder. Also einfach seine eigene Erfahrung zu machen und nicht mehr so dieses Fremdwissen hochzuhalten auf der Fahne und dann noch auf andere loszugehen und die anzugreifen. Das ist eigentlich der Weg letztlich. Eigene Erfahrung. Dann merkst du plötzlich, hey, da ist viel möglich, auch zum Beispiel mit unserem Körper. Unser physischer Körper reagiert auf jeden Gedanken, auf jedes Gefühl. Das ist messbar, das ist Wissenschaft. Die Psychosomatik ist Wissenschaft. Placebo- und Nocebo-Effekt ist Wissenschaft. Neuroplastische Prozesse in unserem Gehirn, das ist Wissenschaft. Also das ist ja das Schöne daran, dass die Wissenschaft immer mehr eigentlich in die Esoterik reingeht, ohne dass es Esoterik genannt wird. Aber die Erkenntnisse oder der Glauben der Esoterik bestätigt.
Ja. Und das ist auch die heutige Zeit. Und das ist ja das Schöne dran. Darum sage ich, die Zeit spielt eh für uns mit. Mhm. Weil genau, so das ist das Stichwort Zeit und Wissenschaft, weil wir haben ja zusammen diesen Film hier gemacht. Ja. Zeugin, die verborgene Ordnung der Zeit. Das ist jetzt schon ein halbes Jahrzehnt her. Wow. Wahnsinn, wie schnell also auch die Zeit vergeht. Das fand ich damals so äußerst spannend, weil diese Maya-Kalender-Thematik mich ja schon lange interessiert hat. Und du zu den wenigen gehört hast, die es geschafft haben, mir dieses mathematische System dahinter nahe zu bringen. Und ich will nicht sagen, dass ich es verstanden habe, aber ich kann sagen, dass mich das damals so beeindruckt hat, diese Logik, die da drin steckt. Aber um das auch wiederum zu erkennen, muss man sich ja zumindest erstmal damit beschäftigt haben. Aber du hast mir damals gesagt, du lebst nach diesen Tagesenergien oder du schaust die dir an, du synchronisierst die mit deinem Alltag, beobachtest das. Jetzt ein halbes Jahrzehnt später, hilft dir das immer noch im Alltag, dass du sagen kannst, heute ist die Energie, heute sollte ich mal lieber nicht zum Friseur gehen zum Beispiel? Und das ist wieder zu profan. Entschuldigung. Ja, wir viel nichts Besseres. Wir haben nichts Besseres. Also grundsätzlich jetzt, ich lebe seit 20 Jahren damit, das hat sich dann irgendwann verinnerlicht und ich konzentriere mich noch jeden Morgen auf die Tagesenergie und dann lasse ich es einfach. Ich bin jetzt mehr so mit den kollektiven Strukturen, ist jetzt gewichtiger. Oder was ich mache, ist zum Beispiel ähnlich wie die Astrologie. Du kannst auch nach dem Maya-Kalender Geburtskosmogramme und Jahreskosmogramme erstellen. Und das ist der Hammer, was du da rauslesen kannst und wie die Menschen sich selber darin erkennen. Du erkennst auch Schwachstellen, wo haben sie zum Beispiel Probleme mit gewissen Manifestationsschritten. Ja, weil manifestieren tun wir ja nicht so, sondern zuerst ist mal eine Idee und dann schauen wir mal an, okay, was muss ich dafür leisten. Dann schaue ich, okay, wann kommt die Begeisterung hoch, dass ich wirklich bereit bin, den Preis zu zahlen für dieses Ziel. Dann gehe ich erst in die Planung, dann fange ich an, wirklich es umzusetzen und. Das sind insgesamt 13 Stufen der Manifestation. Und du kannst halt da erkennen, okay, auf welcher Stufe bist du mit welchem Bewusstsein verbunden, mit welcher Bewusstseinsstufe. Und das ist natürlich super spannend, wenn man den Menschen das einfach näher bringt. Ist auch wieder eine Selbsterkenntnisgeschichte, ähnlich wie eben echte, authentische Astrologie immer der persönlichen Erkenntnis dient. Also die mundäne Astrologie, die dann eben Prognosen macht für die Zukunft oder auch, das kannst du auch mit dem Zolkin machen, mit dem Maya-Kalender, da bin ich immer vorsichtig, weil die Zukunft ist halt noch so dynamisch. Es gibt eben mögliche Zukünfte, es gibt wahrscheinliche Zukünfte, aber du kannst nicht wirklich sagen, es ist. Aber es gibt eine Struktur, die erkennbar ist und das ist das, was mich so fasziniert hat. Genau, es ist eine Struktur. Dass Zeit eben was ganz anderes ist, als das unsere Physiker im Prinzip wahrnehmen. Also ja, wobei die Physiker sagen ja auch, es ist die vierte Dimension. Also da kommt es ja schon in diese... Aber es ist so falsch verstanden. Also die sagen halt auch kleinste Zeiteinheit, so ein Zeitquant. Ja. Aber dass das in der Ganzheitlichkeit sozusagen, wenn man es betrachtet, so wie es im Zolkin kodiert ist, kann man ja schon die Aussage am Ende treffen, das ist sozusagen der Informationsgeber für die Evolution. Auch. Der ist in der Zeit kodiert. Das war mein Fazit damals. Auch. Und du kannst sogar sagen, dass jeder Tag verknüpft ist mit anderen Tagen. Es gibt vierdimensionale Zeitbrücken, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft, zu einzelnen Tagen, zu 13 Tagen, zu ganzen Jahren, zu 20 Jahren. Das heißt, man merkt plötzlich, wie fraktal holographisch die ganze Realität ist. Und die Zeit zeigt uns einfach, wie das aufgespannt ist in dieser Multidimensionalität, in ganz unterschiedlichen Zeitzyklen. Und das ist natürlich mindblowing. Das ist natürlich für unseren... Das heißt, wer den Tolkien versteht, hat auch eine bessere Vorstellung vom Bauplan der Schöpfung, oder? Kann man das so verstehen? Also bei mir war es so. Vom Fahrplan. Ich hab zum ersten Mal, wo dann auch diese Stufen der Unterwelt, das hat mich am allermeisten beeindruckt, die da auch auf dem Cover dargestellt sind mit diesen neuen Stufen, ja, diese neunstufige Pyramide, die sich ja wirklich mit dem, was wir wissen, ja, über unsere Vergangenheit ja absolut decken. Und das fand ich halt so... Absolut interessant. Aber was jetzt, wenn ich es jetzt nur mal runterbreche auf die individuelle Ebene, spannend ist, weil wir vergleichen dann auch immer miteinander. Also ich schaue jetzt zum Beispiel, okay, was sagt jetzt der Zolkin? Und sie schaut astrologisch und wie sich das deckt. Es sind einfach nur zwei unterschiedliche Ebenen. Man könnte sagen, der Zolkin schaut von weiter oben, ist es mehr ein übergeordnetes spirituelles Bild, was der Zolkin zeigt. Und die Astrologie, da gehst du halt wirklich in die Tiefe bis ins Alltägliche. Also das sind einfach zwei, aber sie decken sich. Also es ist wirklich unglaublich faszinierend. Hm. Passt ja, immer. Wenn es stimmt, dann stimmt. Genau. Ich habe mal den Johann Kössner erlebt bei einem Vortrag. Das ist auch bestimmt schon
2003 war das ungefähr. Da war er in München bei einem Vortrag und da hat er eben auch über die Maya, nicht über die Maya, sondern über die verschiedenen Zeitzyklen gesprochen. 4, 20, 260 und so weiter. Ich erinnere mich nicht mehr an vieles, aber eins, was er gesagt hat, ist an dem Beispiel, man plant etwas, man versucht etwas zu machen und es geht alles einfach schief. Nichts gelingt, alles geht kaputt, du kriegst nicht keinen Fuß voreinander. Und dann gibt es wieder Momente, wo alles ineinander fließt. Und er hat es beschrieben als diese kürzeste Zeiteinheit, das sind die 4 Tage. Und er hat einfach gesagt, stellen Sie sich vor, Sie bauen zu Hause um, am ersten Tag planen Sie das alles im Kopf. Sie machen sich genau Gedanken, was Sie jetzt tun müssen, welche Wand Sie rausnehmen, wo Sie was hinstellen an Regalen und so weiter. Am zweiten Tag besorgen Sie sich das Material. Sie machen alles zusammen, was Sie brauchen. Am dritten Tag bereiten Sie alles vor und am vierten Tag ist quasi der Tag, wo das dann zusammengeführt wird und dann in Form gebracht wird. Mhm. Und das als großes Beispiel dafür, wie man so Dinge sehen muss. Dass es also Zeiten gibt, wo es besser ist, etwas vorzubereiten und Zeiten gibt, wo der Tag ist der Umsetzung. Das Nur woher weiß ich jetzt, wann der welche Tag ist? Also erstens mal, man kann sich natürlich so einen Kalender kaufen und dann kann man sich nach dem orientieren und man kann auch seine persönliche Verbindung damit. Aber was faszinierend ist, dass immer mehr Menschen sowieso in Synchronizität sind. Das heißt, je intuitiver, je mehr, dass jemand in seiner eigenen Zeit lebt, geht er mit einem Gefühl an die Dinge ran. Also mir geht es so, wenn ich habe jetzt verschiedene Projekte bei mir auf dem Schreibtisch, die ich umsetzen will, und ich habe einfach das Gefühl, nein, heute noch nicht. Und mein Kopf sagt, doch, ist dringend, ich soll jetzt das machen. Nein, ich habe kein Gefühl dazu. Und dann irgendwann kommt der Tag, da weiß ich, jetzt ist es. Und ich mache es und es flutscht und es ist innerhalb von kürzester Zeit erledigt. Kenne ich sehr gut. Also kann ich bestätigen, dass es so läuft. Und der Zeit geht viel mehr mit Gefühl, weil die 4. Dimension ist die Zeit und auch unser emotioneller Bereich ist sozusagen in der 4. Dimension. Mhm. Und anders ausgedrückt, ich fahre jetzt in die Schweiz. Ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit in der Schweiz sein. Da könnte ich jetzt auf Google Maps schauen, ich könnte mein Navi programmieren und schauen, wie lange brauche ich da und wie ist der momentane Verkehrsfunk. Okay, also rein rational. Oder ich gehe nach meinem Gefühl. Ich weiß, wann ich mein Haus verlassen muss, um pünktlich auf die Minute da anzukommen. Ich werde dann unruhig. Mhm. Dann sage ich, hey, wir müssen jetzt fahren, ich muss jetzt fahren. Und dann wird der Kopf sagt, in einer Stunde reicht doch auch noch. Na, ich muss jetzt weg. Mhm. Und das kommt halt immer stärker, je mehr, dass man in sich selber ruht, ist man halt vertikal angeschlossen. Das hat auch wieder nichts mit Esoterik zu tun. Für mich ist es reine Physik. Also vieles, was wir als Spiritualität sehen, ist reine Physik. Aber einfach die erweiterte Form der Physik, nicht diese begrenzte materialistische. Oder einfach die Physik, die wir eben noch nicht vollständig wissenschaftlich erschlossen haben. Ja, weil wir halt sagen, das lebt und das lebt nicht und das existiert nicht. Also weil wir diese Grenzen setzen und wenn wir mal sagen, alles lebt, alles existiert. Also das ganze elektromagnetische Spektrum zum Beispiel, wo wir ja nur einen kleinen Schlitz sehen, ist ja nicht für ungefähr da. Warum haben wir diese ganzen Frequenzen von den langsamsten Frequenzen bis zur Gammastrahlung? Das sind ja auch Welten. Und wir behaupten einfach, alles tot, das ist nur zur Dekoration. Und die ganzen aber von Milliarden von Planeten, die genauso lebensfähig sind wie die Erde, gibt es kein Leben. Also, das ist meine Erfahrung. Wird in dem Film ja auch gesagt, diese Idee, du vergleichst ja das Universum ähnlich wie mit einem Computer, wo Kommunikation... Mehr wie ein Lebewesen. Oder wie ein Lebewesen, ja. wie ein neuronales Netzwerk, wo die Sterne miteinander kommunizieren. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch der Fall. Ja? Die Frage ist nur, ob es tatsächlich Kommunikation ist, ja? Weil wir können diese Gammastrahlen nicht, wir haben keinen Decoder für diese Informationen, wir wissen nicht, was da an Informationen drin ist. Ja, aber es gibt Untersuchungen. Quantitative. Zum Beispiel oder andere Wissenschaftler. Wir können Amplituden messen und alles Mögliche. Eine Reaktion auf das Leben. Ja, das auch. Ja, aber das ist ja das Entscheidende. Ja, aber wir verstehen den Prozess halt noch nicht. Oder wir wissen nicht, was hier Sonne und Erde miteinander wirklich austauschen. Vielleicht ist es ganz gut, dass wir es nicht wissen. Ja. Vielleicht klagt die Erde alle 8 Minuten bei der Sonne und sagt, bitte hilf mir, ich weiß nicht, was soll ich mit denen machen, die sind so wachstumsresistent. Also alle 8 Minuten, das ist das Stichwort, das sozusagen, wenn man unser Magnetfeld nimmt, gibt es sozusagen durch die Sonnenstrahlung, das braucht ja auch 8 Minuten, das Licht sozusagen von der Sonne bis zur Erde. Und alle 8 Minuten gibt es da so einen Entladungsimpuls. Es gibt eine Verkoppelung der Magnetfelder von Sonne und Erde. Genau, und das und ist alle 8 Minuten. Und da findet eine Datenübertragung statt. Genau. Und warum?
Warum ist das alle 8 Minuten? Das hat ja jetzt überhaupt nichts mit der Entfernung Sonne-Erde zu tun. Ist halt, haben es halt messen. Von mir aus könnten es auch 5 sein. Also mir ist es eigentlich. Aber es macht ja Sinn, wenn das Licht von der Erde bis zur Sonne 8 Minuten braucht, dass man dann auch alle 8 Minuten sozusagen einen Reset macht, ja, für neue Informationen. Könnt ihr das nochmal kurz erklären? Moment, ich werde noch kurz was sagen. Das Leben verschwendet nichts. Okay? Mhm. Das heißt, alles, was existiert, was die Natur, ich sage es mal, mühselig über Jahrmilliarden aufgebaut hat, hat alles seinen Sinn. Nur wir entziehen ihm den Sinn und sagen, okay, das ist halt Quantenstrahlung, da gibt es halt Gravitationswellen, da gibt es halt weiß nicht was, aber ist alles für nichts. Dabei sind das alles Kommunikationswege von Lebewesen, die miteinander kommunizieren. Und nur weil wir halt zu begrenzt sind, uns vorzustellen, wie lebt ein Atom, wie lebt ein Stern, nur weil wir das nicht nachvollziehen können, können wir es doch nicht einfach negieren. Das ist ja völliger Blödsinn. Also das ist Arroganz hoch 3 von einem Dumpf. Das ist genauso, wenn uns ein Ameise kommt und sagt, hey, alles, was du glaubst, du wissen, stimmt nicht. Um deine Frage zu beantworten, stell dir vor, du hast halt so eine Transistorplatte, die lädst du auf. Ja, oder die lädt sich durch den Abstand automatisch auf. Das ist das, was zwischen Erde und Ionosphäre passiert. So, und dann machst du alle 8 Minuten, machst du die zusammen und entlädst das. Und dann machst du es wieder auf und dann baut sich das neu auf. Kondensatorplatten, oder? Zum Beispiel, also okay, jetzt nur, um okay, das zu erklären. Okay. Und die Ionosphäre funktioniert halt genauso. Die entlädt sich sozusagen oder die entkoppelt, nee, die kommt. Die verquantelt, sagen nennen sie es. Verquantelt sich halt alle 8 Minuten. So, mit dem Sonnenwind oder mit dem Sonnenfeld. So, und interessanterweise braucht halt das Licht auch 8 Minuten. Ja. Also das ist sicher so. Zusammenhang. Also mit anderen Worten, wenn die Sonne Informationen aussendet, in Form von Licht, braucht das 8 Minuten, bis es bei der Erde ist. Und dann kommt neue Information sozusagen an. Und die Erde nimmt die irgendwie auf in der Ionosphäre, wie auch immer. Ja, Nordpolarlichter und so weiter, da kann man es ja sogar sehen, dieser Austausch zwischen Sonne und Erde. Ich habe nur deswegen nachgefragt, weil der Lichtstrom der Sonne ist ja kontinuierlich. Das ist ja nicht alle 8 Minuten eine Sekunde, sondern es kommt ja ständig an. Deswegen war jetzt für mich der Gedanke irgendwie, woher kommt dieses 8 Minuten Zeitfenster? Ist halt. Macht ja Sinn, weil wenn die Information 8 Minuten braucht, dann ist die 8 Minuten alt, wenn die bei der Erde ankommt, und wird 8 Minuten lang gespeichert, das, was die letzten 8 Minuten ankommt, und dann macht es plupp, es wird verquantelt. Weil dann gehen ja neue 8 Minuten los. Ja, du brauchst ja irgendwo. Aber ich glaube, da verlieren wir jetzt uns ein bisschen. Ich stelle es mir vor, wieder atmen. Das ist wie so ein Atmen. Ja. Wenn man das jetzt in einer ganz großen Sicht sieht und Erde auch ein gewisses Bewusstsein hat, dann muss es halt auch atmen. Das ist dann eben der Solarstrom der Sonne, der da ein- und ausgeatmet wird. Ja, wenn man es jetzt in dem Sinn, kann ich es mir dann vorstellen. Aber der hat ja dann wiederum direkte Auswirkungen auf dich, auf dein Gehirn, auf dich. Ja, aber das ist ja ständig, weil dieser Fluss, sowohl des Sonnenlichts als auch der Sonnenwinde ständig durchs Herz von Mutter Erde fließt. Das ist ja nicht so, dass es nur in der Oberfläche ist. Das klingt schon wieder so esoterisch, Mutter Erde. Ja, Entschuldigung, Mutter Erde ist eine gigantische Wesenheit. Wer mal wirklich Kontakt hatte mit Mutter Erde, weiß, was das für ein gigantisches Wesen ist. Mutter Erde koordiniert alle sämtliche Lebewesen, die auf ihr existieren, mit sämtlichen Räumen und sämtlichen Zeiten. Das ist ein Bewusstsein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist gigantisch. Und gleichzeitig noch so liebevoll, dass sie uns jeden Tag sämtliche ihrer Schätze zur Verfügung stellt und alles uns gibt, ein riesiges Buffet, woraus wir ein Paradies schaffen können. Wir sind ja hier auf der Erde auch, damit wir der Natur unsere Aufgabe in der Natur erledigen, nämlich die Natur nochmal zu erhöhen. Also wir als kulturelle Lebewesen sind ja fähig, das, was die Natur zur Verfügung stellt, nochmal auf eine höhere Ebene zu bringen. Bewusstseinsebene. Nicht nur Bewusstsein, sondern auch in einer Manifestationsebene. Mhm. Ich meine, die Natur selber ist ein Kunstwerk. Noch komplexer, noch schöner zu machen. Wir können es veredeln. Wir können es aber auch zerstören. Mhm. Das sind die beiden Seiten. Und das ist unsere Aufgabe. Und bei dem Begriff Mutter Erde kommt natürlich dann plötzlich so, ja, die liebevolle Mutter Erde und so, die uns liebevoll Tsunamis, Erdbeben und Flutwellen schickt und sowas. Das sind unsere eigenen Rechnungen. Genau. Wenn du Ausschlag irgendwo hast, dann kratzt du dich halt auch irgendwann. Ne? Ja, ich meine, jetzt gehen wir mal Pompeji zurück. Ja, aber das war jetzt gut. Es
geht ja auch um Felder, Informationsfelder. Meine, wir wissen das mittlerweile technologisch. Es gibt elektromagnetische Felder, wo man Sachen speichern kann. Es gibt Lichtfelder, wo man mittlerweile Sachen speichern kann. Es gibt Kristalle, wo man Informationen speichern und wieder ablesen kann und so weiter. Und das Leben funktioniert genauso. Das heißt, das ganze elektromagnetische Felder, Licht, Gravitation, Skalarwellen und so weiter sind alles Felder, sind alles Informationsübertragungsfelder. Und wenn die Menschheit halt mit ihren Gedanken und Gefühlen ständig Mist produziert, dann entsteht natürlich ein Spannungsfeld, weil es disharmonisch ist zur natürlichen Frequenz oder zu den natürlichen Feldern und irgendwann entlädt sich das. Du hast vorhin von diesen Kondensatorenplatten geredet, irgendwann entlädt sich das. Das ist ein Bild, mit dem ich was anfangen kann. Und wir sind an einem Punkt, da ist sowohl der Körper von Mutter Erde hochgradig gesättigt an all dem Schmerz und Leid, was wir in den letzten Jahrtausenden verursacht haben, nicht nur an den Menschen, sondern vor allem an der Natur und an den Tieren. Mhm. Wenn man anschaut, wie viele Tiere jedes Jahr weltweit ich nenne es jetzt schwarzmagisch, geopfert werden und die Menschen das fressen und so weiter, auch die Art und Weise und die ganzen Tiertransporte, was das Leid erhöht und so weiter. Der Körper ist voll von Mutter Erde. Und genauso, was wir mental alles erschaffen und in den Emotionen, auch die Astralfelder der Erde sind hochgradig in einem Spannungsfeld, das schaut aus wie ein gewaltiger Gewittersturm, wenn man das jetzt betrachtet, wenn man sich da einklingt. Und das entlädt sich jetzt. Das heißt, darum habe ich auch gesagt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo das die letzten 5000 Jahre saldiert werden. Was heißt saldiert? Konto. Konto also, haben soll, saldiert wird es. Und jetzt heißt okay, und das ist jetzt der momentane Stand. Und den müssen wir jetzt ausgleichen. Also haben wir unseren Dispo überzogen. Ja, da ist schon so. Wissen wir ja, jeden September haben wir die Erde schon verbraucht. Also dieser Earth, da gibt es einen speziellen Tag. Ne? Also wir verschwenden 1,5 Planeten pro Jahr weltweit. Und Deutschland 4. Und der wird immer, rückt immer früher an und den Rest leben auf Pump. Und ich verstehe. Ja. Also es ist unglaublich, wir stehen vor gigantischen Herausforderungen, wenn wir nicht wirklich die Hölle auf Erden erleben wollen, die ja an vielen Orten schon bereits existiert. Ich meine, wir sind ja noch gesegnet hier in Deutschland, Europa und ich meine, da brodelt es ja auch recht, wenn man so schaut, was im Untergrund so alles vorbereitet ist oder was passieren könnte. Ne? Also mein, aber das sollten wir uns wieder auf das konzentrieren, was eben wir in die Welt bringen wollen. Also auf Lösungen. Genau, Lösungen. Jetzt würde ich gerne mal noch mal irgendwie ein bisschen politisch werden gegen Ende der Sendung. Wir haben jetzt gehört, auf der einen Seite ein Zeitgeist, immer mehr Menschen erwachen. Ja, jetzt ist Zeit für Lösungen und das manifestiert sich auch immer mehr. Auf der anderen Seite haben wir gerade gesprochen, wir müssen aufpassen, dass wir die Erde nicht zugrunde richten. Wo lässt sich denn da jetzt Donald Trump einordnen? Für mich ist das der Joker, der Narr. Nur wie im Tarot, der Narr. Unberechenbar, kann für alles eingesetzt werden. Oder wie beim Kartenspiel, der Joker, den kannst du für jede Position oder für jede Karte einsetzen. Und für mich ist Donald Trump der Joker. Im positiven oder im negativen Sinne? Kommt drauf an, welche Kräfte ihn an der Strippe haben. Oder wie er sich manipulieren lässt. Oder wie weit er doch unabhängig ist oder nicht. Also wir wissen, dass der amerikanische Präsident nicht die Entscheidungen trifft, die er treffen möchte, sondern dass da ein Netzwerk dahinter steckt. Das ist wohl allen klar. Und wenn er nicht so tut, wie die Netzwerke im Hintergrund wollen, dann gibt es den Kennedy-Effekt. Ja, das war der Letzte, der sich dagegen aufgelehnt hat. Und sein Bruder war auch danach dran. Und alle, die versuchen, selber zu denken. Und wir wissen ja, aus welchen Strukturen kommt überhaupt Donald Trump. Ja, also er hat Mafia-Verbindungen, ganz klar, sein ganzer Reichtum. Wir haben kürzliche Dokumentation gesehen. Ich meine, fast all seine Projekte setzt er in Sand. Das heißt, er baut Hotels auf, ruiniert sie, geht sie in Konkurs, holt aus der ganzen Konkursmasse sich das Vermögen. Dann dauert es ein bisschen, dann eröffnet er das Hotel wie das gleiche Hotel und das macht, da zieht das ein paar Mal durch schöpft sich ständig die Same runter und die Menschen vertrocknen und eben sind dann die Verlierer. Also Donald Trump ist schon ein Egomane, der natürlich immer seinen persönlichen Vorteil im Sinn hat, mit einem riesen Defizit an väterlicher Liebe und so, also wenn man sein Psychoprofil so ein bisschen anschaut. Aber er ist eigentlich der Uramerikaner, wenn man ihn jetzt so mal sieht, so der hat das gemacht vom Kleinen zum Milliardär, so dieses amerikanische Bild lebt er ja eigentlich. Also wenn es einen Amerikaner gibt, dann ist es eigentlich Donald Trump. Ne? Wir haben ein typischer, kein Uramerikaner, aber so ein typischer, nicht das Uramerikaner was im Sinne von Indianer, sondern das Klischee-Kapitalisten. Das Klischeebild eines kapitalistischen Amerikaners. Ja, genau. Man könnte sagen, ich formuliere es jetzt krass, der skrupellose Volldepp,
Ja. Der einfach alles macht, was zu machen ist, was möglich ist und dadurch erfolgreich wird. Mhm. Und an der Oberfläche glänzt und hinten drin rostet. Sorry, aber das ist jetzt für mich eher der Trump, weil sein Erfolg ist ja nicht auf der Liebe und auf dem Wohlbefinden des Ganzen gegründet, sondern hat eine ganz andere Strukturen, die dahinter ist. Glaubt ihr, dass der, also jetzt mal abgesehen von seinem Wahlkampfteam und von seinen Wählern, von Anfang an geplant, gewollt war und dass man ihm deswegen die denkbar schlechteste Gegenkandidatin hingestellt hat, damit er das auch sicher macht, das Rennen? Ich habe es ja erst umgekehrt gesehen. Ja. Ich dachte ja irgendwie, Hillary Clinton, das geht gar nicht. Und das beste Argument für Hillary Clinton war eben Donald Trump. Aber selbst das hat ja noch nicht mal gereicht. Und überlege ich seitdem, ob es vielleicht umgekehrt war. Weil was ich mich gefragt habe, die Schlagzeile an dem Tag, als klar war, Trump wird Präsident, war für mich eigentlich, oho, die US-Wahlen sind also doch nicht gefälscht. Aha, oder vielleicht doch. Ja, oder vielleicht doch. Das war dann der nächste Gedanke. Und deswegen frage ich mich, vielleicht war der ja von Anfang an geplant, weil wer hätte sich das vor einem Jahr vorstellen können, als man hörte, Donald Trump will US-Präsident werden. Also alle haben eigentlich drüber gelacht. Ja. Also die meisten. Bis zum Schluss. Die haben das alle nicht ernst genommen, aber trotzdem hat er jetzt das Rennen gemacht. Aber ich denke schon, also ich glaube, dass alles manipuliert ist, also in der Richtung. Also ich habe neulich... wie das Überraschungsei gewesen ist. Das hat mich total verwirrt, die Wahl, weil es ist jetzt keiner weiß, was Sache ist momentan. Das ist gerade so, okay, wir sind jetzt ein paar Tage erst nach der Wahl, das ist alles noch ganz frisch, die Schlagzeilen sind noch gar nicht trocken, wo das jetzt alles passiert ist. Aber die ersten paar Argumente, die ich von ihm aufgeschnappt war, er möchte die Arbeitsplätze zurückholen nach Amerika. Also sprich, die ganzen Leute, die ihn jetzt gewählt haben, hat er gesagt, also der Iron Belt, der Rust Belt, so um die großen Seen rum, die früher traditionell eigentlich alle die Autoindustrie und die Schwerindustrie und so weiter, das ist ja alles nach China und sonst wo ausgelagert worden, die sind alle arbeitslos, die haben ihn gewählt. Das möchte er denen zurückholen. Dann will er das Engagement der NATO zurückfahren, weil er gesagt hat, wieso sollen wir Billionen Dollar ausgeben? Der will nicht das NATO-Engagement zurückfahren, der will den amerikanischen Anteil. Das heißt, die NATO zurückfahren. Ja, die NATO ist die NATO, ja. Aber die Ursula von der Leyen hat ja schon angekündigt, das auszugleichen. Was hat er noch gesagt? Er möchte die Infrastruktur in Amerika aufbauen, weil sich sogar Joe Biden drüber geäußert hat, der jetzige Vizepräsident, dass man sich vorkommt wie im Drittweltland, wenn man hier durch die Straßen und kaputten Brücken fährt. Und so. Also er hat im ersten Moment gesagt, er will Amerika wieder stärker machen. Ja? Und jetzt ist die Frage, was da wirklich umgesetzt wird, weil wenn er das macht, sage ich, okay. Aber das haben doch die anderen auch alle gesagt. Ja, nicht in der Klarheit. Und Obama hat 1000 Sachen versprochen und nichts davon wurde eingehalten. Ja? Also, was ich momentan beobachten kann, es findet momentan ein Umbau der Weltenbühne statt. Das ist ein gutes Sowohl Bild, in Deutschland als auch in Europa. Zum Teil natürlich durch die ganzen neuen Siedler, die gezielt nach Europa geschleust wurden und so weiter. Diese ganze Angst auch von der Islamisierung, was natürlich auch eine Berechtigung hat, weil das sind Kräfte, die das wollen und so weiter. Aber eben auch Trump gehört für mich darum, nochmal der Jolly Joker, den können wir einsetzen, wofür wir den amerikanischen Präsidenten auch immer brauchen, ohne gebunden zu sein an eine gewisse begrenzte Struktur wie jetzt Hillary Clinton oder Obama oder sonst was. Also hier haben wir wirklich ein offenes Feld. Also wenn ich jetzt Strippenzieher bin im Hintergrund, dann kann ich sagen, ich kann Trump das machen lassen, ich kann das machen lassen, weil Trump ist eh nicht kalkulierbar und keiner weiß, was er machen wird. Auf der anderen Seite, bei Obama war ja der Riesenhype von wegen, jetzt kommt der Friedensbringer ins Weiße Haus. Und der Heiland. Jetzt kommt der Heiland und jetzt rufen alle, jetzt kommt der Teufel. Es ist alles Quatsch. Also sowohl der Heiland hat sich nicht bewahrheitet, als auch nicht der Teufel. Also das heißt, es werden hier Schema F laufen. Wir sollten das auch gar nicht überschätzen, sondern wieder zu uns selber zurückzukehren, wo wir wirklich tätig sein können. Wir können nicht im Weißen Haus tätig sein. Aber wenn wir schauen, okay, Trump hat viel versprochen. Natürlich hat er die Menschen abgeholt, die vernachlässigt sind. Ist ja logisch, weil da viel Potenzial drin ist, weil in Amerika einfach die Armut und die Mittelschicht weggebrochen ist. Die Armut ist extrem geworden. Das heißt, da sind riesige Wählerflächen, die man abgrasen kann. Logisch, das hat er gemacht. Denen war auch wurscht, dass er gelogen hat, dass er sexistisch ist oder sonst was, weil sie einfach nur aus ihrem Leid diese Hoffnungsfigur angebetet haben. Völlig wurscht, ob das ein Vollidiot ist, ob das ein Verbrecher ist, ob das ein Multimilliardär ist, der sich eh einen Dreck um sie selber schert. Sondern sie haben einfach ihre eigenen Hoffnungen aus ihrer Ohnmacht und aus ihrem Leid, haben sich hingehängt und gesagt, ja, dem folgen wir jetzt. Ist jetzt die Wahrscheinlichkeit für einen großen Konflikt mit Russland größer oder kleiner geworden?
kleiner. Weil Hillary wäre Krieg mit Ansage gewesen. Ja, 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 aber der Putin freut sich doch schon so über die Männerfreundschaft. Ja, weniger Männerfreundschaft, sondern eher so auf den konstruktiven Dialog. Er hat so ähnlich formuliert wie Männerfreundschaft. Also Trump hat eine Affinität auf solche, ich sage es mal, Menschen wie Putin. Starke, federführende Menschen, weil er ein Vaterthema hat und sein Vater war so und er hat seinem Vater das nie recht machen können, also auch hier psychologisch ganz einfach aufgestellt. Und darum bewundert er Männer, die wirklich ihren Weg gehen und so sind wie sein Vater. Ja, okay, dann verstehe ich aber nicht, wieso dann ein Erdogan. Wieso, dass er dann weil den Erdogan auch Typ ist. Er tut einfach, was er glaubt, was er machen will oder was ihm beauftragt wird gegen jegliche Widerstände. Und Erdogan ist ja auch jemand, der aufräumt in seiner Türkei nach seinem Sinne. Ich weiß nur eins, es ist eine Schlagzeile gewesen, die so hängen bleibt, ja nicht ganz so wie 9-11 oder so, aber ich bin am Morgen an den Fernseher hin und habe gedacht, jetzt ja, okay, wie hat Hillary gewonnen eigentlich, mit wie viel Vorsprung? Ja. Und dann stand da wirklich so bei NTV, Trump zieht ins Weiße Haus ein. Und ich so, what? Ja. Ich habe niemals damit gerechnet. Ja. Wir haben ja monatelang das Thema auf dem Schirm gehabt, gesagt, egal was passiert, sie werden Hillary hinprügeln und alles. Ja. Und das zeigt, dass sie jemanden brauchen wie Trump. Das heißt, dass diese Position wichtig ist, dass die eben offen bleibt in alle Richtungen, weil Trump ist offen in alle Richtungen. Du kannst Trump machen lassen, was er will. Der macht jetzt zum Beispiel ein Bündnis mit Russland gegen China oder sage es nur Beispiele. Und jeder glaubt ihm das. Bei den Clinton nicht. Bei der Clinton wusste man, die ist auf dieser Spur, die wird diese Falkenmentalität weiterziehen, die wird diese ganzen politischen und Kriegsthemen weiterverfolgen wie bisher. Und bei Trump ist plötzlich ein offenes Feld, wie man es halt gerade braucht. Und das ist ja auch wieder die Dynamik des Bewusstseinswandels, den wir erleben. Weil so viele Menschen wach werden oder zumindest einfach mehr hinter die Kulissen sehen, hinter den Vorhang und sagen, wir glauben euch nicht mehr jedes Märchen, was ihr uns vorgebt, ist eben so ein amerikanischer Präsident, von dem ja doch viele noch glauben, der hätte Macht, halt ganz gut angebracht. Also das ist wie so ein Reset. Spannend. Ja. Also ich finde es wirklich super, weil das bringt einfach Bewegung in die Weltpolitik, die keiner vorhersagen kann. Und es ist wieder Raum dafür, dynamische, spontane Aktionen. Und vor allem ist es interessant zu beobachten, was diese ganzen Propagandaopfer in unseren Medien jetzt quasi mit dieser Situation machen. Mhm. Die haben nämlich keinen Plan B. Die haben jetzt 1,5 Jahre lang haben die den Trump niedergeschrien, niedergeknüppelt, niedergeredet mit allen möglichen erdenklichen Vokabeln. Und jetzt stehen sie plötzlich da und erkennen, ups, wir wissen ja nicht mal, wie sein Team ausschaut. Ja, also die Verbindung zu den rechtspopulistischen Bereichen in Europa wurde ja auch sofort hergestellt. Oh, wir haben jetzt Schiss, dass die AfD und Le Pen und der Holländer und was ja auch kürzlich passiert ist, ist ja die Geschichte mit dem Reichsdeutschen, der ja einen Polizisten erschossen hat. Das heißt, plötzlich kam ja auch das Thema der Reichsdeutschen in die Masse rein. Das war ja vorher immer noch nur so in kleinen Kreisen bekannt. Plötzlich war das Thema Reichsdeutsche. Natürlich wurden die wieder abgekanzelt nach dem Motto, alles Vollidioten. Ne? Aber dass da Professoren drunter sind, also wirklich gebildete Menschen. Ähnlich wie bei der Esoteriker, Martin. Ja, genau. Dass da gebildete Menschen drunter sind und dass die Reichsdeutschen ja wirklich Basiswissen haben. Ich meine, die Rechtslage nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland ist ja ganz anders, wie es uns offiziell gezeigt wird. Also sie ist sehr strittig, sagen wir mal so. Ja. Nee, die Rechtslage ist nicht strittig, sondern ist ganz klar. Ihr seid keine Deutschen, ihr seid nur Deutsch. Also das steht ja auch in eurem Pass. Nicht strittig in dem Sinn, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt, das Ganze. Weil es unterschiedliche Rechtsebenen gibt. Das ist ja ein hochkomplexes Thema, ich bin da kein Fachmann. Aber so viel, was Sie bis jetzt mitgekriegt haben, wo welches Recht letztlich gilt und wie verschachtelt eigentlich die Rechtsstruktur auf unserem Planeten ist und wie wir selber nur treuhänderische Verwalter unseres Menschseins sind und. Also ist ja auch wieder ein Riesenthema, was nichts mit Esoterik zu tun hat, aber natürlich mit Verschwörungstheorie. Ne? Das ist eigentlich das gleiche Esoterik, Verschwörungstheorie. Aber ich finde es spannend, dass das Thema jetzt natürlich durch Trump nochmal verstärkt wird. Weil das wird natürlich auch noch mehr angeschaut. Okay, AfD, Pegida, Reichsdeutsche. Weil man macht ja den Bezug, Trump ist so einer. Also nur Wieso kritisiert ja schon seit Anfang an immer das, was auch der amerikanische Präsident getan hat. Wir haben ja mit Bush angefangen, mittlerweile sind 8 Jahre Obama vergangen. Mein Gott, nur Wieso ist jetzt im 10. Jahr, jetzt kommt ein neuer Präsident. Worauf ich mich freue ist, der Anti-Amerikanismus-Vorwurf uns gegenüber, wenn wir in den nächsten 4 Jahren den amerikanischen Präsidenten kritisieren werden, ja, der wird natürlich nicht kommen, weil
die Massenmedien jetzt wirklich ein Jahr lang gegen den kommenden Präsidenten gehetzt haben, von denen höre ich mir das dann nicht mehr an. Also 2017 wird auf jeden Fall ein extrem spannendes Jahr, sowieso auch zeitqualitativ ist ja. 2017 hochspannend. Also wir sind schon drin. Mit einem Präsidenten Donald Trump, wer hätte das gedacht? Ja, ja, aber also rein, auch hier wieder vom Zeug, wie man das betrachtet, also das 13-Monde-Jahr Ende Juli bis Ende Juli nächstes Jahr ist zum Beispiel die Sturmenergie. Also da wird viel transformiert werden, da wird einiges sich verändern und wandeln. Und es wird sehr stürmisch intensiv das werden, genau, wird sehr stürmisch. Und das zweite ist, von der fraktalen Struktur beginnt Anfang Dezember das fünfte Jahr im neuen Zeitalter, wie ich das halt so nenne, in diesem neuen Äon. Mhm. Und da geht es um die Lebenskraft und unsere Lebendigkeit und um unsere Instinkte und auch um über unser Überleben und so weiter in der Umsetzung, dass wir endlich die Dinge tun, um das Leben zu erhalten, dass wir jetzt das wirklich umsetzen. Wir wissen jetzt genug, wir haben genug von der Welt mitgekriegt, das bringt nichts mehr, wenn wir jetzt noch eine Runde nach der anderen darüber diskutieren, was alles schiefläuft in der Welt und welche Kräfte jetzt gerade welchen Furz wieder ablassen und so weiter, was ja viele Insider gerne tun, sondern jetzt geht es darum, machen wir was. Wir müssen jetzt in die Handlung kommen. Die Menschen, die es schon wissen, wo es nicht mehr darum geht, wir müssen uns rechtfertigen oder wir müssen jetzt noch weiter forschen, stimmt das wirklich oder nicht, wir wissen es. Die müssen sich jetzt zusammentun, vernetzen und tatsächlich eine neue Gesellschaft anzufangen aufzubauen, die dann wirklich eben über die nächsten Jahrzehnte und so weiter in die richtige Richtung läuft und nicht in das Desaster, wie eben in einer Matrix-Struktur, wo wir tatsächlich wie Neo nur noch in einer virtuellen Realität existieren. Weil das ist eine Richtung und das wird momentan extrem gefördert. Auch mit diesen virtuellen Brillen, die ja das Pokémon. Samsung, ja. Pokémon Go, das ist eine vielfältige Geschichte, was da abgelaufen ist, aber das geht auch um die Verpflichtung zwischen Realität und Virtualität bei Pokémon Go. Das heißt, das wird immer enger, es wird immer mehr vermischt werden. Dann natürlich diese virtuellen Brillen. Das war ja auch spannend. Samsung Galaxy S7 war ja das Modell, was diese virtuellen Brillen verkauft hat, gleich mitverkauft hat. Und was ist passiert mit diesem Handy? Es fliegt in die Luft. Das heißt, es scheint da auch von Seiten des Lebens Kräfte zu geben, sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen noch nicht, dass sich das wirklich, weil bei Silicon Valley tragen wir alle schon diesen Brillen oder diese Kontaktlinsen, wir sind alle schon vernetzt, wir sind alle schon Cyborgs, wir sind alle schon voll drin und da gibt es genügend, die drauf abfahren. Also erst gestern kam wieder ein guter Bericht auf WDR, wie in Schweden schon Chip-Partys gefeiert werden. Wo die implantiert werden. Ja. Genau, wo Mikrochips implantiert werden. Geil, super, ich will der Neueste. Ich will ein Typ, der sagt, ich will Cyborg sein. Ich will das. Und dann muss ich sagen, okay, klingt du dich ein in die virtuelle Realität. Weil die wird beherrscht von einer künstlichen Intelligenz und die wird es nicht wirklich gut mit ihr meinen. Ich habe ein Interview gemacht mit einem, der in Deutschland die einzige Firma hat die einzig lizenzierte Firma hat zum Chip implantieren. Er selber ist der Geschäftsführer und er hat bei den Sehgesprächen war der auf der Podiumsdiskussion dabei und ihm war die Argumente gegen den Chip überhaupt nicht bewusst, dass es da eine Hintergrundrealität gibt, dass es quasi eine Kräfte im Hintergrund gibt. Das war ihm überhaupt nicht bewusst. Er ist Doktor, er ist Physiker, er ist wirklich ein schlauer und auch authentischer Mensch. Ich habe den kennengelernt mit seiner Frau, sind beide tolle Leute irgendwie so, war sehr nett der Kontakt mit denen. Aber die hatten beide von Bilderbergern und Co. und Hintergrundmächten noch nie was gehört. War vollkommen ausgeblendet und aus deren Argumentation heraus, von den technischen Vorteilen, weißt du, so, du machst mit einer Handbewegung die Haustür auf und zwar nur du oder auf dein Auto, das kann ich ja nachvollziehen. Wenn es aber nicht das gäbe, worüber wir uns schon seit Jahren lang unterhalten oder auch mich beschäftigen. Mhm. Ja. Also es ist schon eine Kunst, sich dem zu entschließen, sich dem zu entziehen, das Ganze. Ja. Ja, aber es macht ja faul. Die Technik macht uns faul. Das merkt man ja auch, wenn man Studien betrachtet, wie das Internet unser Denken, unsere Gehirnstruktur verändert. Wir werden dann wirklich in die Richtung gehen, wir sind nicht mehr lebensfähig ohne die technische Unterstützung. Digitale Demenz? Ja, das geht aber wirklich in die Virtualität. Und ich meine, vor ein paar Jahren war ich schon ein Wissenschaftler im ORF bei einem Interview und der hat der Moderatorin die Hand gegeben und gesagt, ja, jetzt haben sie gerade eine Handvoll Mikrochips in ihrer Hand. Und sie sagt, sehe aber nichts. Und die sind so klein mittlerweile, die Nanobots, die sind so klein, die siehst du gar nicht mehr. Also diese reiskorngroßen Chips, das ist uralt. Das ist Schnee von gestern, ja. Schon im Jahr 2000 kam der Bericht, dass es jetzt schon fähig ist, Nanobots oder Nanohelikopter durch den Körper zu schicken im Jahr 2000. Jetzt haben wir 16 Jahre später. Also wo die Technologie wirklich schon ist oder auch mit den ganzen Smart-Dust-Geschichten in Chemtrails, was da eigentlich alles drin ist, was wir dann einatmen und was das mit unserem Gehirn macht und so weiter. Also, und darum, stay natural, don't get digital. Also wirklich,
bleibt natürlich, so viel wie möglich, pflegt die natürliche Seite des Lebens. Mir hat mal einer gesagt, if it's organic, don't panic. Ah. If it's organic, don't panic. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber es sind auf jeden Fall hochspannende Zeiten und jeder muss sich selber entscheiden, wo er hingeht. Das ist, und wir propagieren halt das Unsere und versuchen halt den Menschen wirklich so... Ich habe eine letzte Frage. Habt ihr Hoffnung? Wenn ihr jetzt so in die nächsten 2, 5 Jahre guckt und so den ganzen Schlamassel auf der Welt anschaut, habt ihr vom Gefühl her eher so, ja, wir kriegen es, wir reißen das Ruder rum, das Raumschiff Erde fliegt in die richtige Richtung, oder wir knallen irgendwo gegen eine kosmische Mauer und das Ding zerbröselt, weil wir es diesmal wieder nicht geschafft haben? Also ich bin der Meinung, wir haben auf jeden Fall Hoffnung. Vor allen Dingen bin ich ein Kämpfer, mein ganzes Leben war in der Richtung so, also, dass ich gesagt habe, geht nicht, gibt es nicht. Und wenn alle zusammengebrochen sind, ich bin ein Steher auf dem Mantel gewesen, bin weitergegangen. Und so werde ich das auch in Zukunft machen. Also ich gehe meinen Weg weiter. Punkt. Und tue das Beste, was ich machen kann für die Menschheit. Ja. Ich habe auf jeden Fall Hoffnung, weil sonst, wie gesagt, könnte mich sofort eingrummeln, glaube ich. Ich glaube, Hoffnung ist ein bisschen das falsche Wort. Also ich bin überzeugt, dass das, was das Leben will letztlich, was uns ja übergeordnet ist und viel mächtiger ist als wir Menschen, uns in die dahin bringen wird, wo wir wieder ein goldenes Zeitalter erleben werden. Die Frage ist nur, auf welchem Weg und wie lange es dauert. Mhm. Und wenn wir halt die Watschen brauchen und wenn wir eben in diesem Druck, weil wir können ja freiwillig wachsen, wir können uns ja in Liebe entfalten, wir können ja in Liebe alte destruktive Dinge loslassen, ob jetzt das Muster sind bei uns oder Verhaltensweisen oder Gifte oder Konsum und so weiter, die Freiheit haben wir ja, das ist ja gar nicht das Thema, das ist ja alles schon bereits da. Die Frage ist nur, wie wählen wir in jedem Moment, wählen wir die Liebe oder die Angst? Wählen wir das Konstruktive oder das Destruktive? Und so wird jeder Mensch diese Jahre auch anders erleben. Also jeder Mensch wird in seinem eigenen kleinen Universum sich entfalten, und es gibt ja nicht nur eine Welt, es gibt ja mindestens 7 Milliarden Menschen, wenn man es auf die Menschen betrifft. Also jeder lebt in seiner eigenen Welt, und ich meine, wir erleben es ja in Israel. Wir sind in Israel seit 20 Jahren. Wir sind die einzigen Reiseveranstalter in Europa, die ihr Geschäft sozusagen aufgebaut haben mit Israel, als die zweite Intifada angefangen hat. Und alle anderen haben Israel gestrichen, und wir haben sukzessive mehr und mehr Menschen nach Israel gebracht. Also dank den Delfinen, nicht wegen Israel, aber trotz Israel. Und also wir reisen durch Israel, wir sind immer vollkommen sicher. Wir haben beste Gespräche mit Israelis, mit Juden, mit Arabern, mit Palästinensern. Wir treffen immer einfach wirklich von Herz zu Herz, Mensch zu Mensch. Und weil wir einfach auch friedliche Menschen sind, erleben wir den Frieden auch in Israel. Es kann jetzt aber passieren, dass einer, der halt in sich die Spannungsenergie oder die Aggression oder die Kriegsenergie hat, der kann nach Frankreich gehen und wird irgendwo Aggression erleben oder Hass oder sonst was. Oder in Nizza von einem LKW. Ja, zum Beispiel. Einfach die Resonanzgeschichte, das ist noch wichtig. Was ich ausstrahle als Resonanz, das erlebe ich auch im Außen natürlich dann eher. Ich will es jetzt nicht absolut sagen, aber ich habe einen großen Einfluss drauf, und mein Inneres kann ich verändern. Und das Außen folgt diesen Frequenzen und diesen Informationsfeldern, die ich erzeuge in mir drin und die ich ausstrahle, und zieht natürlich im Außen andere Menschen an. Oder auch alleine, wenn jetzt jemand auf mich zukommt, der ist so, okay, dann habe ich die Entscheidung, triggert er mich, gehe ich in diese Ebene, oder sage ich, habe ich keine Lust drauf, ich mache jetzt meinen Film. Und bin ganz freundlich und liebevoll zu dem und negiere einfach seine Wut und alles. Und es dauert keine Minute und sofort ist es gedreht. Und das ist eben die Magie, die wir einfach in uns tragen. Und das ist keine Esoterik, das ist gelebtes Leben. Und das einfach anzuwenden, bewusst, weil oft sind wir ja selber fremdgesteuert. Es ist so viel los in unserem Leben. Wir sind in einer Informationsdichte, die uns erschlägt, wo uns wirklich die Neuronen um die Ohren knallen und sind deshalb nicht bei uns, haben nicht genug Kraft, wirklich unsere Mitte zu halten, uns abzugrenzen, gerade wenn man in einer Großstadt lebt. Wir leben in der Natur. Da kann ich mich ausdehnen bis zum Horizont, und das tut nur gut. Aber wenn ich in einer Großstadt lebe und ich merke schon, oh, das WLAN von meinem Nachbar, ich versuche bei mir WLAN-frei zu sein, habe aber WLAN unten, oben, links, rechts und bin da ständig bestrahlt, also muss ich was tun in meinem Feld, dass mir das nicht tangiert, dass ich meine Kraft wirklich wie eine Sphäre aufbaue, wo das einfach mich nimmer stört und tangiert. Dafür muss ich stärker sein als das, was von außen auf mich zukommt. Und das kann man lernen, das kann man trainieren, das kann man anwenden, bis es zur zweiten Natur wird. Ist in der Stadt natürlich schon schwieriger, weil wenn du 25 WLAN-Felder um dich rum hast, gell, dann musst du große Kugel machen.
Nicht nur, ich glaube, das ist nicht, nur das WLAN, sondern ja. Das ist einfach auch der ganze Stress in der Stadt. Ich also, lebe ja in München. Eben, das also ist das, genau, die ganzen Gefühle, Gedanken und alles. So. Das ist, für uns ist das ja immer so toll, was, wenn wir dann wieder zu Hause in unserem Blaubeerwald einlaufen. Mhm. Das Tor geht auf und du fährst da rein und bist in einer anderen Welt. Ja, ja. Also wirklich. Ja. Das ist, und das ist eigentlich das Schönste, das ist Erholung pur. Jeder, der zu uns kommt, der hat das Gefühl, wirklich, du machst wie ein, so einen Schritt in eine halbe Dimension höher. Wir haben vorhin darüber gesprochen, gib mir mal nochmal einen Überblick über eure Arche. Wie viele Passagiere habt ihr da drauf auf dieser Arche? Redest du jetzt für unsere Tiere? Genau. Also ja. Okay, wir haben 4 Pferde, wir haben 2 Schweinchen, wir haben 5 Hühner, wir haben 3 Ziegen, wir haben 5 Katzen, 6 Katzen und 5 Hunde. 6 Hunde, Jerry. Oh, mit dem Jerry sind 6. Und dann haben wir noch 2 Papageien, ein Pfau haben wir auch noch. 4 Menschen. Okay, also Noah hatte weniger dabei, sagen wir so. Fische, Krebs, keine Ahnung. Schlange, Fledermäuse, also wir haben Vögel, wir haben einen Haufen Vögel bei uns auch im Blaubeerwald. Und das ist auch faszinierend, ich habe so, wir haben sogar die Sternbilder bei uns im Blaubeerwald. Da bin ich auch per Zufall drauf gekommen, dass tatsächlich die Sternbilder, ich habe so ein Kunstwerk gemacht, genau im Zentrum vom Blaubeerwald, so eine Skulptur mit so Säulen und so weiter. Und 3 Säulen in der Mitte mit einem Quellstein, einfach auch, weil wir natürlich auch die Sphäre vom Blaubeerwald immer energetisch laden und das muss noch verstärkt werden. Stehe so da und denke mir, Gürtel des Orion. Wenn das der Gürtel des Orion ist, dann müsste da hinten Sirius sein, auf der Seite Plejaden. Dann schaue ich mal, da wo Sirius steht, steht ein 3-schaliger Brunnen, so ein schöner Brunnen. Das ist schon bevor ihr habt das Grundstück übernommen? Genau, und das habe ich, ja, das ist aber erst vor 2-3 Jahren, wo ich das gebaut habe. Und dann kam mir das auf und an der Seite, wo die Plejaden sind, da steht eine Delfinfigur, also 3 Delfine und da haben wir so einen Schwimmteich. Und dann habe ich wirklich die Sternkarte genommen, habe die über den Blaubeerwald gelegt, über die Karte vom Blaubeerwald, in das richtige Verhältnis und das ist der Hammer. Wie da Sternbilder passen, wenn du zu den Pferden gehst, gehst du durch den Pegasus. Da, wo die Feuerstelle ist, das Sternzeichen Widder. Die Gärtnerei ist im Hasen. Dann der Fluss Eridanus, das ist der Grenzfluss zwischen diesseits und jenseits. Also wo die Verstorbenen sozusagen ins Jenseits rübergehen, in der griechischen Mythologie. Geht in unser Tor rein, an unserem Haus vorbei, beim Haus von unseren Freunden vorbei, in die Gärtnerei und so. Es ist unglaublich, wie das zusammengepasst hat. Das ist jetzt aber alles Esoterik. Ja. Ja, aber das ist jetzt wirklich 1:1. Wenn ich diese Bilder nehme und auf den Blaubeerwald projiziere, dann habe ich das. Ja. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eine tolle Ort zum Leben ist. Schon, ja. Also wirklich. Das ist wahrscheinlich am richtigen Ort inkarniert hier. Ja, wir haben es vorgeburtlich schon ausgemacht gehabt, das ist wieder Esoterik. Es war auch so, als wir, die Besitzer sind ja gestorben, die Kinder wollten es nicht halten, weil die sind dort aufgewachsen ohne Wasser und ohne Strom. Sie hatten genug vom Naturleben, die sind alle in die Stadt gezogen. Mhm. Und dann war die Frage, okay, die haben 4 Jahre lang versucht, das zu verkaufen. Wir haben 4 Jahre lang vom Nachbarort so einen Ort gesucht, aber erst nach 4 Jahren gefunden. Weil der Blaubeerwald ja relativ versteckt ist. Mhm. Ja. Und die wussten. Halt im Wald. Ich war einmal dort, also wirklich... Ja. Schon. Du warst schon mal dort. Aber, ihr seid aber jetzt ist schon wieder ganz anders. Ist schon wieder normal. Ja, klar, logisch. Strom, Wasser, Kanalisation, ihr habt kein Plumpsklo im Garten und so. Nein, wir haben noch Plumpsklo, bin der Block. Aber wir haben sogar noch ein altes Plumpsklo. Genau. Und unser Freund, wenn er auf Besuch ist, der geht liebend gerne in dieses Klo. Okay. Der liebt auf jeden Fall ist es super spannend. Da war sogar, wo wir das besucht haben, da haben wir wirklich, da stand im Geiste der Vorbesitzer hinter mir. Und hat darauf pocht, wir sollen wirklich den Blaubeerwald zum Erblühen bringen, wie wir es versprochen haben, seiner Tochter. Weil das war auch in ihrem Sinne. Aber sie sind halt mit über 80 Jahren gestorben. Okay. Und dann passt schon, ist alles okay. Und also das war wirklich alles ausgemacht. Jemand, der sich für ihr anderes Haus interessiert hat, als wir das verkaufen wollten, hat sogar angerufen wegen dem anderen Haus und dann erkundigt. Und was ich gehört habe, Blaubeerwald. Das gibt's ja nicht. Sie war ein Jahr vorher im Blaubeerwald mit einer Freundin und die Freundin war Hellsicht oder Seherin, hat sie es genannt. Und wir sind durchgelaufen und dann sagt die Freundin, du, das ist nicht für die. Da kommen 2 Menschen, für die ist es die Lebensaufgabe. Und die hat nur angerufen für den Hausverkauf von ihrem alten Haus, um uns das zu erzählen. Die hat sich dann für das alte Haus nicht mehr interessiert. Mhm. Um uns zu sagen, das stimmt auch. Und numerologisch haben wir es analysiert und das passt alles. Also es ist wirklich etwas einzigartig. Und ich glaube, jeder Mensch hat so seinen Ort und seinen Platz, wo er hingehört und wo wirklich seine Planung ist. So einen festen Ort. Ihr habt auch ein paar Bilder auf eurer Webseite, blaubeerwald.de, glaube ich. Ja, ja. Auch ein Video, so ein Impressionsvideo so mit so ein paar Eindrücken vom Blaubeerwald. Genau, und auf der Webseite findet man noch die ganzen anderen Sachen. Ihr habt alles. Eure Delfinreisen angesprochen und so weiter. Da kann sich der Zuschauer ja auch mal informieren. Das Fazit der Sendung, wir haben
Wir wissen jetzt, warum 2017 ein sehr stürmiges Jahr werden wird. Ich bin mal gespannt, wie Melania Trump, was die tun wird, wenn sie realisiert, dass sie jetzt in ein kleineres Haus ziehen muss. Ich danke euch fürs Kommen. War ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Zuschauer vielleicht die Welt der Esoterik und Spiritualität vielleicht ein klein wenig öffnen. Es ist nicht alles Quatsch, was man darüber wahrnimmt, aber wie eben auch in der Sendung heute gesagt wurde, selber denken sollte man immer und auch immer kritisch bleiben und alles hinterfragen. Vielen Dank fürs Kommen. Robert, dir auch vielen Dank. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Die Besonderheit der Kalendersysteme der Mayas sind insbesondere dadurch interessant, dass sie kein offenes Zählsystem haben, sondern immer ein geschlossenes Zählsystem haben. Das definiert sich dahingehend wie bei einem modernen Navigationssystem. Das funktioniert nur insofern, weil eben zwei Bezugspunkte, ein Startpunkt, ein Ausgangspunkt und ein Zielpunkt gegeben ist. Das sind Teilschritte. Die Zeit definiert sich in unterschiedlich wichtigen Teilschritten. Die natürliche Zeitmessung des Zolkin- und des 13-Monde-Kalenders basieren auf den Zahlen 13 und 20. Diese Kodierung steht in direkter Resonanz mit der Sonne, der Erde und mit uns Menschen. Aus der Kombination der 13 Kräfte der Manifestation mit den 20 Stufen der Evolution bildet sich die Matrix des Zolkin, welche aus 260 sogenannten Kins besteht. Wir können dem Zolkin unterschiedliche Dehnungszonen oder unterschiedliche Räume zuordnen. Die Mayas kannten insgesamt 9 solche Zuordnungsgrößen. Das heißt, wir können jedem Kästchen jetzt zum Beispiel 18 Tage zuordnen oder ein Jahr oder 20 Jahre oder 400 Jahre oder 8000 Jahre. Bis wir letztlich 9 verschiedene Größen erreicht haben. Jede dieser Unterwelten der Schöpfung steuert eine essentielle Stufe der Bewusstseinsentwicklung. Die erste Unterwelt, der erste Zyklus des Zolkin war gigantisch. Und in dieser Unterwelt ging es dem Leben darum, eine physische Schöpfung aus diesem Quantenschaum heraus zu generieren, zu manifestieren. Die Erde als Schöpfungsbühne war das materielle Ziel dieses ersten Zyklus. Die biologische Zelle ist die Verwirklichung des spirituellen Ziels, der Idee sozusagen, welcher dieser Evolutionszyklus zugrunde liegt. Jetzt bauen wir aus Einzellern Säugetiere. Jetzt starten wir die nächste Evolutionsstufe, die dritte Unterwelt. Vom Vielzeller, die harmonisch, kohärent zusammenleben, zu einem Familienbewusstsein. Mehrere Säugetiere, die zusammen ein Familiengefühl, ein Familienbewusstsein entwickeln. Jetzt wieder in einem 20stel der Zeit, in nur 2 Millionen Jahre, wo mehrere Familien miteinander eine Sippe bilden, ein Bewusstsein. Und dafür ist jetzt der Homo sapiens erschaffen worden. Vor 104.000 Jahren begann dann die regionale Unterwelt mit dem Ziel, gesellschaftliche Strukturen und Kulturen aufzubauen, regionales, mystisches Bewusstsein im Einklang mit dem physischen Leben und mit dem geistigen Leben. Auch hier wieder, das letzte 20stel wird erreicht, wieder ein Bewusstseinssprung vor 5.200 Jahren, die nationale Unterwelt begann. Und das, was wir offiziell Geschichte nennen, begann da. Im letzten Himmel der nationalen Unterwelt wurde Gott immer mehr durch die Wissenschaft und durch Technologie ersetzt, was uns zwar gewaltige Macht über die physische Welt brachte, aber zu einem entsetzlichen Preis. Die einseitige Entwicklung, während der sich unser Geist immer tiefer in der Materie verlor, beschleunigte sich nun dramatisch.
Die intuitive mythologische Verbindung mit der Natur und dem Kosmos, welche die Menschheit noch in der fünften Unterwelt besaß, wurde ersetzt durch die analytische Intelligenz, die wir bis an die Schmerzgrenze ausreizten. Und wieder kommt der Punkt vor 256 Jahren, wo die nächste Evolutionsstufe beginnt. Aus der nationalen in die planetare Unterwelt. Die Rothschild haben ihr Machtimperium aufgebaut. Dann hatten wir kurz darauf amerikanische Revolution, Unabhängigkeitserklärung, französische Revolution. Plötzlich wurden die Nationen total demontiert. Die Rothschild haben es geschafft, durch ihre ganze Struktur sehr viel umzuwandeln, mit einer der wichtigsten Erfindungen, nämlich das Geldsystem einzuführen, das Gold zu horten und dafür Schuldscheine auszugeben. Heutzutage gibt es kein Land mehr oder kaum mehr ein Land, welches nicht eine Nationalbank besitzt, der vom Rothschild-Clan in irgendeiner Weise kontrolliert wird. Es gibt keine unabhängigen, freien Länder mehr auf diesem Planeten. Alles ist strukturiert über diese Krake. Eine weitere Erfindung dieser Globalisierungsindustrie sind Atomkraftwerke, denn wir haben einen verseuchten Planeten mit chemischen Elementen, die es zuvor in der Natur gar nicht gab. Und natürlich der Wahnsinn des Krieges, der in dieser Form erst auch in der planetaren Unterwelt immer mehr gesteigert worden ist. Wie Tolstoi schon gesagt hat, solange es noch Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Das ist ein Riesenverbrechen an Leben dieses Planeten. Ein anderes Resultat unserer heutigen planetaren globalen Gesellschaft ist Müll. Wo man hinschaut, wo man hinblickt. Hier ist eine Grafik von all dem Elektroschrott, was um die Erde kreist. Also wir haben nicht nur das Wasser verseucht, die Erde verseucht, die Luft verseucht, nein, wir verseuchen auch noch den Weltraum. Das ist das globale Gehirn. Eine dreidimensionale Darstellung des Internets. Mit den Hauptsurfern, großen Providern, wie das alles verflochten ist. Und das ist die Auswirkung der Evolution der planetaren Unterwelt. Jetzt der nächste Faktor, das Jahr 2000. Was zeichnet die neue galaktische Unterwelt aus? Der Krieg gegen den Terror, den nächsten Weltkrieg. Unter diesem Weltkrieg wird in großen Schritten diese neue Weltordnung, wie sie heute gewollt ist, von den bestehenden Herrschern, von den bestehenden Strukturen initiiert. Das heißt, das, was über Jahrhunderte hinweg der Mensch mühsam aufgebaut hat, dass jeder Mensch in jeder Nation bestimmte Rechte hat, wurde hier in diesem Moment ausgehebelt. Innerhalb der neunten universellen Unterwelt wollen wir jetzt ein universelles Bewusstsein integrieren. Das heißt, unser Bewusstsein völlig zu verwandeln, in ganz andere Welten eintauchen zu können. Das heißt, alles, was uns bis jetzt nicht sichtbar ist, sichtbar zu machen. Was ich sehr allgemein erwarte, dass wir in einen äußeren zeitlichen Prozess einmünden, wo wir alle diese Reduktionen allmählich wieder aufheben können, weil wir bestimmte Entwicklungsprozesse erreicht haben. In den letzten Jahrhunderten war es wichtig für die kosmische Evolution, dass wir unseren Geist vollständig in die Materie eingruben, bis zum dichtesten Punkt der Schöpfung, an dem wir schließlich festgestellt haben, dass die Materie nichts anderes ist als Energie oder besser gesagt kristalliner Geist. Die julianische Kalenderreform wurde im 708. Jahr nach der Gründung Roms, das ist nach moderner Zeitrechnung im Jahre 46 vor Christus, per Dekret durchgeführt. Um nun für künftig Ordnung in das Zeitsystem zu bringen, war es erforderlich, alle einmal festgestellten Differenzen auszugleichen. Und das ist auf folgende Weise geschehen.
Da wurde also eine Jahreslänge von 445 Tagen festgelegt, von 15 Monaten, im Jahre 46 vor Christus. Im Jahre 8 vor Christus bemerkte man, dass dieser neue julianische Kalender mit seiner Jahreslänge von 365,25 Tagen durch ein Missverständnis, Klammer auf, der Beamten, falsch gehandhabt worden war. Statt nach jedem dritten Jahr zu schalten, hatte man in jedem dritten Jahr geschaltet. Caesars Nachfolger, Kaiser Augustus, da ist er schon zu sehen, ordnete deshalb nochmals eine Korrektur an. Er ließ nämlich vom Jahre 8 vor Christus bis zum Jahre 8 nach Christus alle eigentlich fälligen Schalttage ausfallen und brachte damit den Kalender gemäß der julianischen Reform wieder in Ordnung. 365,25 Tage heißt ja, dass dieser Vierteltag, der übrig bleibt, in 4 Jahren sich zu einem Tag angehäuft hat und deshalb im 4. Jahr ein Schalttag hinzugefügt werden muss. Augustus wollte natürlich auch was haben dafür, dass er diese Reform durchgeführt hatte, und ihm zu Ehren wurde dann der 8. Monat des Kalenders, das war der Sextilius, also eigentlich der 6. Monat des früheren Kalenders, in Augustus umbenannt. Deshalb haben wir den Monat August. Da aber der Sextilius im julianischen Kalender nur 30 Tage lang war, während der Monat Juli, der ja Julius Caesar gewidmet war, 31 Tage hatte, der Julius, war natürlich Augustus nicht damit einverstanden, dass Caesar einen Monat hatte, der 31 Tage lang war und er nicht. Also haben wir folgende nächste Paradoxie in unserem Kalender. Sie wissen ja, es wechseln sich immer lange und kurze Monate ab, außer bei Juli, August. Das sind zwei lange Monate hintereinander wegen der kaiserlichen Eitelkeiten.